vor Keim leben wir mit Freude und Frust. Denn ob Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt Telefon. Denn wir sind trotzdem. Twitter, Spiel mit meinen Gefühlen, erster FC Köln, und sie tun es. Und sie tun es regelmäßig. Ja. Und ich dachte, in dieser Saison passiert das nicht. Man dachte, mit Baumgart wäre man vielleicht einen Schritt weiter, ne? Aber naja, also Pokal kann Baumgart, glaube ich, auch nicht, so K.O.-Spiele, All-or-Nothing-Spiele. Das sieht fast so aus. Ich meine, das war ja, ja nicht nur DFB-Pokal. Wobei mir tatsächlich die Conference League, ja, genau, wobei ich die Conference League schon aus finanziellen Aspekten noch wichtiger finde als den DFB-Pokal. Ja, absolut. Um da so viel zu verdienen, muss man ja schon mindestens wahrscheinlich ins Halbfinale oder so vorstoßen. Ja, ich glaube auch, es ist für unseren Verein sehr, sehr wichtig, da irgendwie in diese Playoff-Runde, in diese Gruppenphase zu kommen. Ja. Alles andere würde mich schon sehr wundern, wenn wir einfach so das aushalten könnten, wenn wir jetzt ausscheiden würden. Das käme mir schon seltsam vor. Also sie sagen immer, sie rechnen ohne die Einnahmen von DFB-Pokal und Conference League. Aber ich glaube, insgeheim spekulieren die schon darauf, dass mindestens einer von beiden Wettbewerben ein bisschen Geld in die Kassen spült. Und vor allem, sehe ich genauso wie... Ja, diese 6 Spiele in der Conference League heißen ja mindestens 3 ausverkaufte Heimspiele mehr. Oder ansatzweise ausverkauft. Das ist ja auch einfach viel mehr Einnahmen. Ganz genau. Da brauchen wir gar nicht über Prämien von der UEFA reden, wenn man fast 2 Millionen Einnahmen pro Heimspiel hat. Wenn knapp 50.000 Zuschauer kommen, dann hat man sich schnell ausgerechnet, was da zusammenkommen könnte, wenn man wenigstens in die Gruppenphase kommt. Das ist es. Und da sich ja keine großen Verkäufe anzeichnen oder abzeichnen. Skiri ist immer noch da. Es gibt scheinbar kaum Angebote für Duda. Timo Horn wird es aussitzen, schätze ich mal. Also wir sind noch weit davon entfernt, uns zu konsolidieren. Da wäre das schon Gold wert, irgendwie in Ungarn zu gewinnen mit mehr als einem Torunterschied. Ja. Das wäre schon ganz toll. Andersen ist auch noch da. Ja, super. So langsam kommen sie alle rein. Wenn es nach den Fans geht, müssen wir Champions League spielen, sagt der Domstädter. Ja, natürlich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was würde ich tun, wenn ich einmal in Müngersdorf die Champions League-Hymne hören würde? Ich glaube, das könnte ich emotional gar nicht verarbeiten. Ja, der Marco hat doch etwas erzählt von einer Conference League-Hymne. Ich habe das überhaupt nicht gehört. Ich weiß auch nicht, ob ich das nicht mitbekommen habe oder haben die nicht gespielt? Haben sie nicht gespielt, nee. Am Anfang hat ja die Südkurve Unser Fädel gesungen, quasi. Und das ging ja dann live in unsere Hymne über. Und dann war ja schon Anpfiff. Also da war nichts mehr. Ne? Aber vielleicht, weil es nur die Playoffs sind. Vielleicht spielen sie es erst beim ersten Gruppen-League-Spiel. Das kann natürlich sein. Also wir müssen da rein. Ja, Dennis. Wir müssen die Hymne hören, genau. Ja, das wird funktionieren. Ja. Falls ihr übrigens fragt, wer die andere Stimme ist hier, liebe Twitch-Gemeinde, das ist nicht der Marco, wie ihr vielleicht schon gemerkt haben werdet. Der Marco lässt sich entschuldigen, der hat familiär zu tun. Das ist der Frank, der auf Twitter der @franksanten heißt. Ja, ist zufällig auch mein Familienname, kein Problem. Grüßt euch alle, hallo. Genau. Schön, dass du da bist und spontan hier für den Marco eingesprungen bist. Danke für die Einladung. Du darfst auch gerne pöbeln, weil du musst ja den Marco ersetzen. Ne? Also oh, das schaffe ich nicht wie der Marco. Tu dir keinen Zwang. Diese Aufgabe ist zu groß für mich. Aber das macht er richtig gut. Der Stream war erst erfolgreich, wenn wir von Twitch gesperrt werden wegen obszöner Sprache oder so. Genau. Und an euch da draußen im Chat, wenn ihr nicht nur mitchatten wollt, sondern auch mitreden wollt, könnt ihr einfach bei Skype anrufen. Ich habe hier in diesem Vorschaubildchen habe ich meinen Skype-Namen eingeblendet. Kai Lennep, also KYLennep206. Wenn ihr diese Nummer bei Skype oder diesen Namen bei Skype anruft, dann werdet ihr quasi wie früher bei Domian live in die Sendung reingeschaltet und könnt mit uns zusammen euren Frust über den Auftritt des 1. FC Köln gegen Ferrara besprechen und diesem Frust auch ein bisschen Luft machen.
weil ich schon glaube, dass da viel Frust unterwegs sein wird. Der Erste schreibt schon, unser Coach kann nicht coachen, unser Trainer kann nicht coachen, immer nur einen Plan, sagt der Domstädter. Weiß ich nicht, ob ich das so sehen würde. Aber ich würde nicht. Nee, ich glaube, das können wir gleich mal ganz in Ruhe besprechen. Sollen wir erstmal ganz vorne anfangen? Bei der Choreo, ja, der Süd. Das war ja wohl gigantisch. Also ja. So eine tolle Choreo, muss ich sagen, habe ich noch nie gesehen. Ja, absolut. Bin ich total bei dir. Also ich habe mich ja nicht ganz so erfreut darüber gezeigt, dass wir ausgerechnet rot tragen sollen. Aber im Kontext mit der Choreo hat es natürlich total viel Sinn gemacht. Die war ja auch riesengroß. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie lange sitzt man wohl da dran und schnibbelt da an diesen Transparenten rum, bis man so ein Riesending zustande gebracht hat. Wird das nicht industriell irgendwie gefertigt nach irgendeinem Muster oder so? Ich weiß nicht, kann auch sein. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sah ja industriell aus, war jetzt nicht irgendwie mit Pinseln und Farben gemalt, das nicht. Aber trotzdem wirst du da einiges an Freizeit reinstecken müssen, bis das Ding so fertig ist. Und dann mit musst du alles drapieren und so. Die haben es ja vorher mal getestet. Ne? Es gibt ja ein paar Bilder auf Instagram, da siehst du, wie die das im leeren Stadion quasi einmal ausgerollt haben, zu schauen, dass alles funktioniert. Ja, also da muss man wirklich die Südkurve wirklich sehr, sehr loben. Wir schimpfen ja auch immer viel über irgendwelche Aktionen, aber dadurch ist das Stadionerlebnis schon ein noch besseres, finde ich. Ja, absolut. Also das war echt sensationell. Ist immer ein bisschen schade, wenn die Mannschaft das nicht so zurückzahlt, wie man sich das dann wünscht, wenn da jemand so viel Aufwand betreibt. Aber gut, die machen es ja auch nicht mit Absicht, ne? Ganz genau. Und ja. Was man immer bei der Mannschaft sieht, auch wenn es mal nicht läuft, kämpfen tun die immer, geben alles. Und das war nicht immer so. Wir erinnern uns an Legionäre, die ich jetzt nicht namentlich nennen will, und viele, viele Jahre, wo man dachte, warum bist du denn überhaupt noch FC-Fan? Hm. Wahrscheinlich, weil man nicht anders konnte, aber jetzt weiß ich, warum ich FC-Fan bin. Ja, das ist es halt, ne? Also du kannst mit Leipzig vermutlich mehr Titel gewinnen, da gehe ich mal fest von aus, aber du wirst halt nie im Leben hinkriegen, dass eine Leipziger Fanszene von alleine, aus sich selbst heraus, so eine Monster-Choreo macht, wo nicht der Sponsor sagt, ja, mach mal eine Choreo, ne? Mein Messestadtverein, du wirst immer der Pokalsieger sein. Das war doch wohl ein lächerlicher Spruch. Ich habe noch nie was Schlimmeres in meinem Leben gesehen. Also wir saßen, ich war mit Daniel und Marie, die ja auch beide Hörer sind, dieses Podcastes und Hörerinnen, in so einer Kneipe. Und wir konnten den Blick gar nicht abwenden von dieser unfassbar hässlichen Choreo. Dann noch dieses komische Männchen, was keiner kennt und erkannt hat, dieses Messemännchen da. Ja. Ja, absurd. Ich habe mich totgelacht. Ja, also das ist so cringe und ja. Die fühlen sich auch noch so geil dabei, das ist das Schlimmste daran, ne? Die ist auch noch, die finden das ja auch noch toll, was die da machen in Leipzig. Ja. Die wissen gar nicht, was echte Fankultur ist. Die stehen in einem Halbfinale gegen Glasgow Rangers. Das ist mein Traumfinale. Da würde ich zu Fuß nach Glasgow gehen, durch den Ärmelkanal schwimmen, um dahin zu kommen. Auf dem Grund des Ärmelkanals würdest du gehen. Ja, alles, genau. Wenn ich mir da wirklich so eine Kette um den Hals hängen muss, um unten laufen zu können irgendwie, da würde ich hinschwimmen und dann zu Fuß weiterlaufen, um ein Halbfinale im Ibrox Park zu sehen. Von der Europa League auch noch ein wichtiges Spiel auch noch. Also das Wichtigste der Vereinsgeschichte wahrscheinlich bis dahin. Und von den Ottos kommen da irgendwie 600 Leute, wenn überhaupt, oder 400 oder so. Kann man es glauben, Dennis? Ja. Also von uns fahren 4000 teilweise ohne Karte nach Ungarn für ein Playoff-Spiel. Und von denen 600 zu einem Halbfinale. Der halbe Block war leer, die hätten Karten kriegen können. Das lag nicht an dem Kartenkontingent. Die wollten einfach nicht. Die haben da keinen Bock, das ist ihnen scheißegal. Ja. Ja. Läuft was schief irgendwie, ne? Absolut. Wenn so eine Mannschaft einfach Bundesliga spielen kann, finde ich. Absolut. Aber das versöhnt mich halt auch so ein bisschen mit diesem Ereignis gestern, dass ich ja zumindest im Stadion gewesen sein durfte, als eben diese krasse Choreo war, als sie auch dann unser Fädel angestimmt hatten vorher und so. Also es war ja schon so ein bisschen Gänsehautmomente. Ja, das was bleibt denn übrig von dem Spiel, wenn der FC in fairer war gewinnt? Davon gehe ich einfach jetzt mal aus. Das schafft niemand. Sie müssen ja nur gewinnen. Es gibt ja nicht mehr diese Auswärtstorregel. Dann bleibt übrig, was das für eine tolle, gigantische Atmosphäre war. Ja, ganz genau. Und ich wette auch, dass wir es schaffen, da in Ungarn noch mal atmosphärische Akzente zu setzen, auch wenn die Fans von denen ja auch sehr enthusiastisch gewirkt haben, die Party da waren. Ich weiß nicht, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das Stadion verteilt sein wird. Also ob
dann 4000 Kölner und der Rest sind dann nur Ungarn oder 4000 Kölner und 3000 Ungarn, der Rest ist leer oder so. Kann ich mir gar nicht einschätzen, wie es da abläuft da unten. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob von euch immer hier im Chat da mehr Ahnung hat als wir beiden, weil er vielleicht schon mal da irgendwie war oder sich im ungarischen Fußball gut auskennt oder so. Falls das der Fall ist, dann lass mich das mal wissen. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da schon auch eine Heimspielatmosphäre hinzaubern werden von den 4000, die da sein werden. Ja, wir haben ja auch gestern gehört, als wir uns getroffen haben vor dem Stadion mit den trotzdem hier Fans, dass der eine oder die andere auch nach Ungarn fährt, ne? Ja, also ich weiß von mindestens 5 Leuten, die fahren, jetzt allein von denen, die gestern mit im Stadion waren. Stell dir mal vor. Die hatten auch alle richtig Glück bei der Lotterie, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, Ich glaube, so viele haben sich gar nicht beworben, weil ich kenne deutlich mehr Zusagen als Absagen. Und das würde ja die Wahrscheinlichkeit eigentlich nicht hergeben, dass ich jetzt zufällig genau die Leute kenne, die da ausgelost worden sind. Aber eigentlich fast alle von denen, die ich kenne, die Karten wollten, haben auch eine bekommen in dieser Auslosung. Deswegen glaube ich, es haben ungefähr genau die Menge an Leuten da teilgenommen, die halt auch an Kartenkontingent zur Verfügung standen. Ja, und die fahren jetzt alle hin. Also ich habe zum Beispiel gestern mit der Sportnerd noch kurz geschrieben. Die fährt mit dem Zug nach Ungarn am Mittwoch und macht dann noch einen Tag in Budapest und dann rüber ins Stadion am Donnerstag. Sie sagte mir, dauert 13 Stunden im Zug. Ja, genau. Das wird dann so der Platt-Popo-Express wahrscheinlich. Aber ja, da muss man dann durch für den FC. Vielleicht haben die ja Schweine und können in Wien mal 2-3 Stunden aussteigen und sich die Beine vertreten und so. Oder sonst irgendwo anders. Ja. Oder in München oder keine Ahnung. Ja. Können uns ja alles erzählen. Ich werde sie auf jeden Fall einladen nachher in den Podcast, dass sie dann ein bisschen berichten können. Überhaupt alle, die in Ungarn sind ganz herzlich eingeladen, dann in der Folge danach entweder teilzunehmen oder uns Sprachnachrichten zu schicken. Da bin ich ganz, ganz gespannt auf Erlebnisberichte aus Ungarn. Ich hoffe, dass da alles... Idee. Ja, also das würde mich sehr freuen, wenn ich da ganz viel hören würde. Ich hoffe, dass da alles sicher abläuft, ne, weil Ungarn ist jetzt ja nicht der demokratischste Staat auf der ganzen Welt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Herr Orban ist jetzt ja nicht der ganz lupereine Demokrat. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass da alle wirklich sicher und gut nach Hause kommen und nicht die ungarische Polizei so ein paar Aggressionsbewältigungstherapien an FC-Fans irgendwie auslebt. Das weiß man ja nie. Ja, also drücke ich allen die Daumen, dass ihr da safe und sicher und gesund da wiederkommt. Ich glaube, das wird schon so sein, weil Ungarn ja dann doch auch ein paar Ziele Richtung Westen hat. Die werden schon gucken, dass da keine Deutschen allzu sehr vermöbelt werden, glaube ich, keine EU-Bürger. Schauen wir einfach mal. Frage an den Chat, fährt von euch denn jemand nach Ungarn? Ist hier jemand gerade im Chat dabei, der nach Ungarn fährt und sich das Spiel dann live im Stadion gibt? Hier die Ersten schreiben schon, sie kennen auch 75% von Leuten, die Tickets bekommen haben, sagt der Mario. Ja. Genau, das ist ungefähr auch so meine Quote. Also ich habe das Gefühl, dass da wirklich sehr viele Karten bekommen haben. Und der FC hat ja auch gesagt, man kann sein Ticket, wenn man es nicht wahrnehmen kann, ganz unbürokratisch auf einen anderen FC-Mitglieds-Fan überschreiben. Das heißt, dass wenn jetzt jemand eine Karte hat... Das ist ja auch ein cooler Move. Genau. Also wenn jetzt jemand eine Karte hat, aber dann doch keinen Urlaub bekommt oder, keine Ahnung, doch irgendwie nicht wegkommt wegen Family oder so, dann kann er einfach einen anderen FC-Fan-Mitglied da eintragen. Ja, schön. Genau. Ja, ansonsten bin ich einfach mal gespannt. So, jetzt habe ich mir tatsächlich von dem Spiel noch nicht die Highlights angeschaut. Ich habe es noch nicht über mich gebracht, das Spiel zu gucken im Video, im Fernsehen. Ich habe es nur im Stadion gesehen einfach. Und da sieht man ja immer alles nicht ganz so live. Ich schlage jetzt mal Folgendes vor. Ich mache jetzt mal auf FCTV das Highlight-Video an. Und dann kommentieren wir quasi live die verschiedenen Spielsituationen. Die anderen habt ihr hoffentlich alle auch noch vor Augen. Das geht ja, wie gesagt, mit dieser geilen Choreo los. Fand ich übrigens auch geil. Ich habe mir dieses T-Shirt ja geholt, dieses Südkurven-T-Shirt. Und dann kommt hast du es noch bekommen? Ja. Ich habe so jetzt zwei, also eins mehr, als ich brauche. Muss ich noch irgendwie einen guten Besitzer für finden, für das zweite dann. Wenn ihr Größe S habt, schreibt mal eine PN an mich. Aber auf jeden Fall fand ich so witzig, da kam ein älterer Herr auf mich zu, der war schon so jenseits der 70 und der sagt dann so, was ist denn das für ein Tier? Ist das ein Wolf, der da die Europafahne frisst? Naja, was für ein Wappentier haben wir denn? Der Wolf. Hast du ihm die Hörner gezeigt dann? Ja, ich hab ihm die Hörner und die Hörner gezeigt, beides, genau. Schön. Die Wölfe von Müngersdorf, kennt doch jeder. Genau. Nee, aber wirklich coole Aktion, also Motto Europa auffressen. Hoffentlich bleibt es uns nicht im Halse stecken dann in Verherber, aber schauen wir mal. Ich mache das Video jetzt mal an. Ja. Ich habe den Ton aus, weil ich glaube, sonst kriege ich rechtliche Schwierigkeiten mit Twitch, deswegen mache ich jetzt mal nur mein Bild.
Ihr könnt es nicht sehen, ihr anderen, wegen der rechtlichen Geschichten, aber ich erzähle einfach, was ich sehe. Ihr habt es ja alle auch erlebt und im Stadion gesehen oder im Fernsehen gesehen. Und dann können wir das ja alles hier nochmal Schritt für Schritt besprechen. Europapokal-Trikot, vielleicht einen Satz dazu. Wie findest du die, Frank, die neuen Trikots? Ich finde es eigentlich sehr schön. Möchte ich auch gar nicht kritisieren. Nö, ich finde die auch in also echt... Also so ein paar Detail vielleicht. Ja, ich weiß nicht, mit dem Logo, dass die Streifen so da drüber gehen, hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können. Aber insgesamt finde ich es schön. Genau. Und es ist halt fast weiß, wenn man es so von Weitem sieht. Ja. Und das ist ja eigentlich mit ein bisschen Rot eher so die FC-Farbe. Genau, ja, sehe ich genauso. Und was man hier in so einem Highlight-Video auch wunderbar sieht, so das ganze Stadion in Rot macht dann schon Eindruck, wenn die alle die gleiche Farbe tragen. Ne? Ich bleib dabei, ich hätte Weiß immer noch schöner gefunden, aber das, okay, nämlich, also kann ich verstehen, wenn es jemand anders sieht oder einfach nicht so sehr tangiert wie mich. Liebe Grüße an Marco an dieser Stelle. Auf jeden Fall geil, wenn das ganze Stadion die gleichen Farben trägt. Und auch Baumgart war ja in Rot unterwegs, hat also auch dieses Motto. Genau, der hat auch ein T-Shirt an, ne? Genau, ein rotes mit 72 drauf natürlich. Und natürlich. Die immer präsente Schiebermütze. Genau. So, wir gehen hier in diesem Video schon in die 10. Minute. Davor hat, muss man auch mal loben, davor hat Jeff Chabot 3 oder 4 Kopfballduelle in den ersten 3 Minuten direkt gewonnen und den Ungarn schon gezeigt, dass er im Kopfball eine Autorität ist. Absolut. Ich dachte, das ist echt das Kopfballmonster. Mhm. Ich habe einen nach dem anderen gesehen und immer wenn der rankam, wusste ich schon, ach, den kriegen wir jetzt. Ja. Muss man sagen, also da ist ja vielleicht sogar der beste Innenverteidiger, was den reinen Defensivkopfball angeht, bei uns. Wir werden ja nachher über ihn reden müssen, über den Herrn Chabot, deswegen habe ich ihn jetzt nochmal gelobt an dieser Stelle. Aber so die erste Szene jetzt in diesem Highlight-Video ist die 10. Minute. Jan Thielmann wird auf rechts geschickt, setzt sich gegen den Ungarn durch, die Flanke kommt, der erste Kopfball von Dietz geht noch am Tor vorbei und schon mal eine gute Chance am Anfang, hat gezeigt, wie man Thielmann gewinnbringend einsetzen kann. Die Flanke war auch gut, war übrigens Jubicic, nicht Dietz, der den Kopfball daneben setzt. Aber die Flanke war gut, ein bisschen schade, dass das quasi die einzige Aktion bleibt, wo Thielmann sich mal durchsetzt. Und dann kommt er war ein bisschen blass, das fand ich auch. Ja, der Junge hat ja wirklich alle Anlagen, um ein richtig guter Spieler zu werden. Der ist schnell, der kann was am Ball. Jetzt kann er ja anscheinend auch ein bisschen besser flanken, seit Baumgart da vermehrt Fokus drauf legt im Training. Ja. Es ist halt ein bisschen schade, dass der in solchen Spielen dann doch noch untergeht und dann halt ja später von Linden Mayner dann ganz gut ersetzt wurde. Aber ich denke, Linden Mayner hat sich langsam auch mal einen Startelf-Einsatz verdient, oder? Wie siehst du das? Finde ich auch. Also der erinnert mich ein bisschen, wie hieß der? Odonkor? David Odonkor, ja. David Odonkor, genau. Extrem schnell ist der ja. Und auch wenn er den Ball am Fuß hat, läuft das richtig gut. Ab und zu bleibt er noch hängen, aber er ist auch noch sehr, sehr jung. Und ich glaube, wenn er dann noch so ein bisschen dran arbeitet, kann das echt ein wichtiger Spieler werden. Ja, glaube ich nämlich auch, ganz genau. Muss noch ein bisschen daran üben, dass er halt, der hat ja Chancen gehabt, dass er die jetzt aufs Tor kriegt. Das fehlt ihm noch, dieser Abschluss. Ich glaube, da hat er noch Luft nach oben. Aber der hat auf jeden Fall den Speed. Der war mit Abstand, glaube ich, der schnellste Mann gestern auf dem Platz. Gerade gegen müde Gegner kann man den auf jeden Fall immer bringen. Ja, aber ich würde noch mal gerne von Anfang an die Chance geben. Ja, hat er, glaube ich, verdient. Genau. Hier Dennis 1783 schreibt, Odonkor mit Ballkontrolle. Das würde ich genauso unterschreiben. Das finde ich nämlich Wahnsinn. Also dafür, dass Mayner ja ein Zweitligaspieler war bis vor kurzem, hat er eine unheimlich gute Ballführung. Der hat eine ganz, ganz enge Führung am Ball. Das sieht man sonst ja eher selten bei Spielern, die aus der zweiten Liga kommen. Also den haben wir schon ganz gut gescoutet, finde ich. Ja, überhaupt, was das Scouting angeht, bin ich wirklich positiv überrascht. Und das schon seit einem Jahr oder so. Das war ja auch früher ganz anders. Definitiv. Also allein, wenn du siehst, dass sich jeder Bundesliga-Verein hätte sich den Jubicic holen können. Der war ablösefrei. Den hätte jeder haben können, auch mit kleinerem Budget. Ne? Aber wir haben ihn halt geholt. Das finde ich halt viel wert. Hübers ist genauso ein Spieler. Ne? Hätte auch jeder haben können. Ja. Hätte jeder sehen können, was für ein Talent das ist. Und dann haben wir uns die halt geholt. Und das war in der Vergangenheit schon mal anders, wo wir halt irgendwelche Max Meyers von der Bank in Istanbul oder weiß der Geier, wo der gespielt hat, weggekauft haben. Mit am besten noch 3 Knieschäden. Tut alles jetzt noch weh. Ja. Was da Millionen verbrannt wurden. Du sagst es, genau. Also gerade so Max Meyer, das war so ein sinnloser Transfer, wenn du bedenkst, wie viel Geld da eingegangen ist. Oder was man für Geld ausgegeben hat für Tolu Aogodare, so einen 19-Jährigen aus der lettischen Liga oder so. Vielleicht war das aber auch zu früh. Der macht sich doch, glaube ich, ganz gut inzwischen, meine ich mal. In der zweiten französischen Liga macht er ab und zu mal ein Tor. Das wäre auch so ein Spieler, glaube ich, wo Baumgart was rausholen könnte aus dem, ne?
Der ist ja so dieses Profil, so Tigges, also groß, schnell und kräftig gebaut. Ja. Hätte Baumgart bestimmt was rausholen können. Ja. Aber der hat ihn ja nie in seine Finger gekriegt. Der ist jetzt ja in, ich glaube, Amiens sogar in der zweiten Liga. Baumgart kam zu spät. Ja, leider. Also zumindest für Tolu. Ja. Und ich glaube ja auch, Baumgart hätte aus Emmanuel Dennis 15 Saisontore rausquetschen können. Oder der hat ja auch Anlagen und der macht es doch jetzt. Ja, vielleicht. Müssen wir mal schauen. Ne? Ja. Aber er hat es ja auch geschafft, aus Florian Dietz in sehr kurzer Zeit einen Bundesliga-Stürmer zu machen. Das ist ja, wirklich dieser Magic Touch. Jungen Spielern. Hm? Ja, das ist ja dieser Magic Touch von Steffen Baumgart tatsächlich. Apropos ja. Dietz, ich gehe mal hier in meinem Highlight-Video weiter. Da kommt jetzt die 13. Minute. Jubicic kriegt den Ball im Mittelfeld, behauptet den ganz gut, Kopfball Thielmann, den er annimmt, weiterleitet direkt in den Lauf von Florian Dietz. Und Dietz legt den Ball ja körperlich sehr stark an diesem Ungarn vorbei und lässt den quasi abtropfen und läuft dann frei und unbedrängt aufs Tor. Ja, und mit was für einer Coolness, finde ich. Ja, ja. Also da muss man sagen, da kamen schon so leichtere Modest-Vibes auf, ne? Absolut. Das hast du gut verglichen. Das war so ein, so kann man wirklich mit einem Modest-Tor vergleichen. Ja. Auch ein super erster Touch, ne? Wie man mit dem ersten Touch den Ball direkt an dem Ungarn vorbeilegt und den dann körperlich so abprallen lassen kann. Das musst du erstmal hinkriegen. Als Zweitliga, Drittliga, Viertliga-Stürmer, was ja bis jetzt gewesen ist. Ja, super. Und dann halt die Coolness haben, da abzuschließen. Ich meine, ist jetzt auch nicht der beste Torwart da bei den Ungarn, aber trotzdem musst du erstmal diese Coolness haben. Ja, super, sehr gut. Ja, er hat dann auch nochmal hochgeguckt, bevor er den Schuss abgegeben hat, wo er hinschießt am besten und hat es dann perfekt gemacht. Also wirklich Respekt. Genau. Ja, Florian Dietz, ne, egal wie das ausgeht in Ferhava, das war jetzt dein John Cordoba-Moment, das kann dir keiner mehr nehmen. Das war jetzt der Moment, weswegen, an den du dich den Rest deines Lebens erinnern wirst, wie du mal in einem Europa-League-Spiel für den 1. FC Köln das 1-0 geschossen hast. Du sagst es. Ja. Und denk dran, Cordoba hat heute noch das Ding als sein Instagram-Profilbild, dieses Tor. Also kannst du dich jetzt auch mitschmücken, Florian Dietz. Der FC hat doch auch irgendwas von Cordoba vor 2-3 Tagen gepostet, ne? Haben wir das? Es hatte ja Cordoba nochmal was vom FC gepostet und dann hat der FC irgendwas zurückgepostet. Vielleicht tut sich doch noch was da. FC, spiel nicht mit meinen Gefühlen, ey. Wenn der nicht kommt und die posten da irgendwas von dem und dann kommt der nicht und geht nach Hoffenheim. Das verkraft ich, glaube ich, nicht. Oder nach Leipzig. Ja, ich meine, Hoffenheim will den ja haben. Ne? Die sind ja dran und bieten da auch schon ordentlich. Ich habe nur gelesen, dass Hoffenheim das nicht schafft, das Gehalt, den Gehaltswunsch von John Cordoba zu erfüllen. Ich sage mal so, wenn die das nicht schaffen, schaffen wir es halt auch nicht. Nee. Da kannst du hoffen, dass er vielleicht zu uns kommt, ne? Führt Gefühl, weil er weiß, dass wir ihn quasi erst groß gemacht haben, sozusagen. Oder dass er bei uns zumindest den nächsten Schritt der Karriere machen durfte. Ja. Er musste ja auch einiges aushalten hier, darf man auch nicht vergessen. Das erste Jahr war er der Sündenbock für alles, was schiefgelaufen ist beim FC. Dann kam er. Also, man muss ja sagen, John Cordoba ist ja das einzig Gute, was Markus Anfang beim 1. FC Köln hinterlassen hat, dass er aus dem einen Bundesliga-Stürmer gemacht hat. Das ist das einzig Gute, was Markus Anfang jemals für diesen Verein geleistet hat. Mhm. Aber das immerhin richtig gut. Ja. Und man erinnert sich an das London-Tor, ne? Ja. Wahnsinn. Ja, absolut, auf jeden Fall. War von der Mittellinie irgendwie, glaube ich, aus fast, ne? Ja, ungefähr. Der Torwart war ja ganz weit draußen aus dem Tor. Und dann konnte Cordoba da einfach einschieben, außer. Ja. Ja, also ein Tor für die Ewigkeit. Genau. Ja, ich glaube, jeder, der im Stadion war oder das Spiel auch nur im Fernsehen gesehen hat, kann sich ganz genau an dieses Tor erinnern. Ja. Ja, so ist es. Jetzt hat Florian Dietz seinen eigenen Cordoba-Moment. Immerhin. Schön. Ja. Ich gönn's ihm. Absolut. So, Highlight-Show geht weiter. Jetzt kommt nämlich schon die. Ja, es war natürlich. Wisst ihr, in welcher Minute dieses rotwürdige Foul gefallen ist? Ist euch das mal aufgefallen? In welcher Minute, in welcher Sekunde macht Jeff Chabot das rotwürdige Foul? Also es war um die 20. rum, ne? Ja, es war natürlich Minute 1948, natürlich. Hör auf. Wir sind der erste FC Köln, das ist die Minute 1948 hier in diesem Highlight-Video auf FCTV. Das 1948, Jeff Chabot setzt zur Todesgrätsche an. Das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Nee. Ich meine, gut, der Kontakt ist erst 49, aber trotzdem. Also ab 48 verlieren seine Füße schon die Bodenhaltung, weil er schon in diese Grätsche reingeht. Ja.
ich weiß gar nicht, was hast du im Stadion gedacht? Hast du da schon rot gedacht? Ich habe es gedacht, ja. Ich habe gedacht, es ist rot, weil ich war relativ nah dran und ich habe auch keinen mehr gesehen, der irgendwie noch also hinter dem Chabot war. Also er war quasi der letzte Mann und da bleibt dem Schiedsrichter, glaube ich, auch nichts anderes übrig. Ja, er ging mir ganz genauso. Ich habe es auch gesehen, hat mir sofort an den Kopf gepackt und habe gedacht, scheiße, der fliegt jetzt. Ist zwar bitter, weil ich glaube, das war das allererste Foul des ganzen Spiels. Es gab ja vorher keine gelbe Karte oder sonst irgendwas. Gab auch keinen Angriff von Fairer. Nö, null. Also es gab auf keinen der beiden Seiten irgendwie eine foulwürdige Szene, glaube ich. Ja. Und dann direkt mit einer roten Karte einsteigen. Ich stimme dir vollkommen zu, es war vollkommen gerechtfertigt, wenn man die Regeln ansieht. Noch nicht mal, also vielleicht kann da irgendwer noch irgendwie eingreifen. Das kann man immer so ein bisschen schwer vorausahnen. Aber der geht da so plump rein in diesen Zweikampf. Der macht das sehr, ja, sehr ungeschickt einfach irgendwie, ne? Das ist so unnötig. Der andere Spieler, der da durchgelaufen ist, der andere Ungar, der war abseits. Den kannst du laufen lassen. Der ist egal für deinen Angriff, weil der ist halt, wie gesagt, im Abseits. Der von rechts kam irgendwie, ne? Genau. Der andere Stürmer, ne? Ich weiß, ich kenne den Namen der Ungarn leider nicht. Also, müsst ihr mir verzeihen, wenn ich sie nicht mit den richtigen Namen aufwarte. Das war, glaube ich, Nummer 70 oder so. Mit so einer ganz absurden Rückennummer irgendwie. Dieser schnelle wuselige Stürmer. Den hätte sie abseits nehmen können. Ne? Der war weit vorne vorgelaufen, taktisch auch ein bisschen unklug. Der war egal. Und dann sagt ja Baumgart zu Recht, da muss der Chabot halt nicht all or nothing spielen. Da kannst du einfach sagen, ich setze den gegnerischen Stürmer, der den Ball hat, unter Druck. Ich hindere den an der Ballannahme mit meinem Körper und vertraue darauf, dass Marvin Schwebe ein 1 gegen 1 gewinnt, weil das kann Schwebe ja super gut. Das kann er so ab und zu mal, ne? Genau, ja. Ich meine, das jetzt im letzten Spiel mal wieder gesehen zu haben. Ja, also in Leipzig. Ich finde den richtig stark im 1 gegen 1, den guten Herrn Schwebe. Ja. Der weiß auch unheimlich gut, wann er rauskommen muss, wie er den Winkel verkürzen muss und so. Ja. Und alleine dann zu sagen, ich gehe jetzt in der 20. Minute, gehe ich hier ins Alles oder Nichts, das ist auch taktisch nicht klug von Chabot, muss man einfach sagen. Ja, also selbst davon ausgehend, man weiß, da ist kein Torwart im Tor und die schießen das 1:1. Dann spielen die nächsten 70 Minuten noch mit 11 Mann weiter. Und wenn sie so weitermachen, was soll passieren? Richtig. Glaube ich auch, weil bis dahin ist ja wirklich nichts passiert. Ne? Ich habe ja wieder den typischen Anfängerfehler gemacht. Ich habe ja nach dem 1-0 gedacht, ach, das wird jetzt mal ein entspannter Abend hier mit dem 1. FC Köln. Jetzt führen wir 1-0, jetzt können wir so langsam hier nochmal irgendwann vielleicht ein 2-0 nachlegen. Nö, ganz entspannt alles. Ja, und dann kommt halt der 1. FC Köln mit Anlauf und verhindert solche Gefühle. Ja, und plötzlich waren die total verunsichert hinten, oder? Ja. In der Sekunde, wo Rot gekommen ist, ist alles da durcheinander geraten irgendwie. Ja, vielleicht liegt das daran, dass diese Situation so mit der jungen Mannschaft auch, ich glaube, in der ganzen letzten Saison auch und überhaupt noch gar nicht hatten. Ja, kann gut sein. Also wir haben jetzt ja ein paar Mal in Überzahl spielen dürfen, aber halt noch nie in Unterzahl. Ja. Das kannst du auch, glaube ich, im Training nicht simulieren so richtig, Unterzahl in einem echten Pflichtspiel. Ja. Ich habe noch so gedacht, es ist ja ganz gut, dass du halt Christian Pedersen auf dem Platz hast. Da kannst du nämlich ohne jetzt wechseln zu müssen, das intern kompensieren, diese rote Karte. Kannst Hector auf links ziehen und den Pedersen halt in die Mitte stellen, also als linken Innenverteidiger. Hat Baumgart ja auch genauso gemacht dann tatsächlich. Ja. Hat aber leider nicht dazu beigetragen, dass da irgendwie Ruhe reinkommt. Ja. Das war ja so mit der Grund auch, warum es dann doch ein bisschen vor die Hunde gegangen ist. Ich weiß gar nicht, eigentlich schade, du holst da einen Mann aus der Championship, der irgendwie 1000 Spiele Erfahrung hat, gefühlt, dass der es nicht schafft, dann gegen eine ungarische Mannschaft da so ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen in sein Spiel, finde ich eigentlich schade, weil der hat eine gute Vorbereitung gespielt, der Herr Pedersen. Hatte ich ein bisschen mehr von erwartet, ehrlich gesagt. Ja, gerade in so einer Situation, er ist ja wirklich sehr erfahren, dann muss er, finde ich, auch da die entsprechende Ruhe reinbringen, hat leider gar nicht funktioniert. Und total schade war, finde ich, dass der Hector natürlich dann nach hinten links musste wieder, ne? Linker Außenverteidiger, denn er hat in den ersten 20 Minuten im Mittelfeld richtig gut dirigiert und hat tolle Pässe geschlagen. Ja, total. Sah gut aus. Absolut, nee, stimme ich vollkommen zu. Aber es ist natürlich bitter, wenn wir uns immer selber hier in die Parade fahren. Ne? Also einfach mal so ein entspanntes, ruhiges Spiel werden wir, glaube ich, nie wieder sehen, weil wir es immer irgendwie schaffen werden,
da selber dran zu arbeiten, dass es nicht so kommt, dass es ruhig und entspannt wird. Ja. Was ich dann aber auch gut fand, so am Rande, ist, der weiß selber, dass er diesen Fehler gemacht hat, der Jeff. Ja. Und aber von Baumgart gab es ja auch hinterher kein Chabot-Bashing oder so. Und das finde ich gut. Er steht immer hinter seinen Jungs und schützt die. Ja, auch in so einer Situation. Und er hat sich auch in Selbstkritik geübt. Hat also gesagt, ich habe es nur im Kölner Stadtanzeiger gelesen, ich bin noch nicht gut genug, um derartige Läufe zu verhindern, und hat von sich in der dritten Person gesprochen. Der Trainer befindet sich in einem Lernprozess. Das finde ich großartig, wenn man so eine Selbstkritik übt und irgendwie auch nicht abhebt. Ja, ja, ich meine, er hat ja irgendwo auch recht. Er ist ja selber jemand, der seine Erfahrungen vor allen Dingen in der zweiten Liga, im DFB-Pokal gesammelt hat und so, aber natürlich auch noch nie ein europäisches Playoff-Spiel oder sonst irgendeine Art von Spiel gecoacht hätte, der Herr Baumgart. Also insofern hat er ja nicht Unrecht. Das ist natürlich auch so ein bisschen so pädagogische Taktik, ne, dass er da seine Spieler aus der Schusslinie nehmen möchte. Ist ja auch gut, dass er jetzt den Chabot nicht den Wölfen zum Fraß wirft. Er hat ja trotzdem die Fehler klar benannt. Er hat ja gesagt, dass der da nicht all or nothing hingehen kann, so, sondern sich halt auf Marvin Schwebe verlassen muss. Gerade weil, das schreibt nämlich auch der Mario im Chat, der Ball geht ja schon so ein bisschen nach außen. Also der Spieler von Ungarn läuft ja nicht in direkter Linie aufs Tor zu und der wäre auf jeden Fall safe in einer guten Abschlussposition gewesen. Sondern da hättest du ja echt noch hoffen können, dass vielleicht Skiri noch schnell genug da reinkommt oder dass Marvin Schwebe was rettet oder so. Da musst du halt nicht so Harakiri spielen. Das sagt Baumgart auch klar. Ich finde auch gut, dass er es anspricht. Also es bringt auch nichts, vor lauter Pädagogik die Fehler deiner Spieler nicht zu benennen, wenn sie so offensichtlich sind. Korrekt. Genau. Deswegen finde ich gut, dass er es benennt. Aber natürlich er wertschätzen und sagt hier, Chabot ärgert sich am meisten darüber. Ich bin auch überzeugt, dass er Chabot noch mal Chancen geben wird in irgendeinem, ja, jetzt vielleicht nicht gerade gegen Bayern oder so, aber in irgendeinem Spiel gegen, weiß ich nicht, irgendeine körperlich robuste Mannschaft, Augsburg oder so, mit einem guten Kopfballspieler da vorne drin. Ja. Glaube ich schon. Also Baumgart lässt die ja alle irgendwie nochmal ran, auch wenn sie Fehler gemacht haben. Das ist auch sinnvoll. Ja. Trotzdem, ich habe das in der Saisonvorschau gesagt, ich bin noch nicht sonderlich happy mit der Aufstellung unserer Innenverteidigung. Also mit Kilian und Hüber schlafe ich ruhig, kein Ding. Aber jetzt ist ja zum Beispiel Chabot im Rückspiel gesperrt erstmal. Wenn sich da jetzt zum Beispiel Hübers, meine ich, verletzt, was machst du dann? Dann spielst du da mit MB oder musst dann doch wieder Pedersen da reinstellen oder wie, der ja gezeigt hat, dass es nicht ganz so seine Position ist. Mir ist das da hinten zu dünn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auf der anderen Seite, wir wissen alle, es fehlt die Kohle, ne? Dass man so einen großen Kader hat. Und dadurch, dass er ja Spieler, dass man beim FC Spieler gekauft hat, die auch auf verschiedenen Positionen spielen können, kann man das vielleicht einigermaßen dann hinbiegen, dass es dann doch noch funktioniert. Hoffen wir das Beste einfach, dass es nicht passiert und Höber sich nicht verletzt. Ja, ich meine, der muss ja nicht mehr verletzt sein. Es reicht ja, wenn der irgendwie gelb-rot gefährdet wäre oder so, ne? Wenn der schnell eine gelbe Karte sieht da in Ungarn oder so und dann musst du überlegen, was machst du? Traust du nochmal Pedersen zu, das besser zu machen als jetzt gestern? Oder lässt du da irgendwie ganz jemand anderen spielen? Lässt du da Hector innen spielen? Machst du Dreier? Es ist alles immer so eine Notlösung halt nur. Ich fände das gut, wenn du auf der Bank einen sitzen hättest, so, habe ich schon ein paar Mal gesagt, so Typ Dominik Maro, wo du weißt, wenn der kommt, ist da hinten halt Ruhe. Der macht jetzt kein großes Aufbauspiel, der macht jetzt nicht irgendwie nicht so den Hübers und dribbelt sich da durch die Mannschaft durch oder so. Aber du hast halt Ruhe hinten drin. Der gewinnt seine Zweikämpfe und ist dann ruhig. Oder Mavrai oder so. Ja, der Magin. Ja, das fehlt mir. Das fehlt mir im Kader. So ein Typ, der deinen klaren Kopf behält, der auch nicht 24 ist, sondern vielleicht so 28, 29 und so ein bisschen mehr. Mhm. So schon so ein bisschen mit allen Wassern gewaschen ist und so ein bisschen Schlachten erfahren ist. Ja, so einer hätte vielleicht auch in der Phase nach der roten Karte Ruhe reingebracht. Glaube ich nämlich auch, ja. Ich hatte vielleicht gehofft, dass Pedersen das sein könnte, weil er diese ganze England-Erfahrung hat. 1000 Spiele in der Championship irgendwie, wie viel man der da gemacht haben wird. Aber kann er ja auch noch werden. Also der ist ja, das war jetzt sein drittes Spiel oder was für ein FC, ist ja auch nicht viel. Kann alles noch kommen. Aber ich denke auch, was Dennis hier im Chat schreibt,
mit Jonas und Pedersen hätte da wirklich mehr Ruhe einkehren sollen. Das war halt nicht der Fall, leider. Ja. Richtig analysiert, leider. Ja. So ist es. Und dann sind die beiden Tore gefallen, relativ schnell hintereinander. Und auch mit Ansage irgendwie, ne? Also, ab da hast du echt das Gefühl gehabt, dass hier die Ungarn haben jetzt plötzlich gewittert, hier geht jetzt heute was. Und haben es halt drauf ankommen lassen. Da wirklich auch. Ja. Die haben es auch gut gemacht, muss ich denen entlassen. Also klar kann man da über Zeitspiel und so taktische Fouls und so ein Kram jammern. Aber das sind ja die Waffen von so einem Underdog. Und ja, welche Mannschaft macht das nicht? Ja, eben, genau. Hm. Das erwarte ich von uns auch, dass wir das Tor gegen Bayern 1-0 führen, in der 70. Minute oder so. Ne? Da mache ich überhaupt keiner kleinen Mannschaft einen Vorteil Nachteil draus oder einen Vorwurf draus. Aber ich finde halt auch gut von denen, wenn ich jetzt mal den Gegner, also loben möchte, war ja eine gute Leistung von denen und auch gut gecoacht von dem Boris, dem Trainer von denen. Die sind ja dann bewusst auf die Tore gegangen. Ne? Die haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Spieler vorm Ball in der 31. Minute. Das hätten die ja nicht bei Gleichstand und bei 1-0, wenn da 11 Leute auf dem Platz stünden von uns. Ja, richtig. Ja, und dann ist leider so, dass wir uns da taktisch auch sehr unklug anstellen. Ne? Also Hector und Pedersen lassen halt da zu, dass der eine Spieler nach außen legt, der dann eben flankt und in der Mitte verliert dann leider Hübers das Kopfballduell gegen den Torschützen. Ja, ja. Das war Zivatze, glaube ich, heißt der. Ja. Und der Ball ist so an die Unterkante der Latte gesprungen, ne? Hm. Zunächst, genau. Bei dem zweiten Tor, das war der Sohn vom Dardai, ne? Palko. Ja, natürlich war es der Sohn vom Dardai, wer denn sonst? Die haben zweimal echt Glück gehabt. Da aber gut gemacht, keine Frage. Kannst du auf jeden Fall auch Geld drauf wetten, dass natürlich der Sohn von Dardai trifft. Alleine, weil natürlich. Der Einzige, den man kennt mit Namen in dieser Mannschaft da. Ja, ist natürlich auch bitter für Schwebe, ne? Da kann er nichts machen, wenn er so gegen die Unterkante der Latte geht. Da machst du nichts als Torwart. Und dann ist der Ball halt drin und ab da hat man schon im Stadion gemerkt, so, oh, jetzt fangen sie an zu zittern. Jetzt fangen sie an zu zittern. Genau so war's. Und ich habe dann irgendwann gehofft, hoffentlich ist die erste Halbzeit bald vorbei und der Baumgart kann mit den Jungs sprechen. Mhm. Ja, genau so ist es. Ich meine, er ist jetzt ja nicht der Typ, der in der ersten Halbzeit schon wechseln würde, sondern der lässt ja immer die Halbzeit geschehen und wechselt dann gegebenenfalls in der Halbzeitpause. Ne? Ja. Manchmal würde ich mir wünschen, dass er vielleicht überlegt, ob er es nicht früher macht. Also wenn du vorhast, Kilian zu bringen, dann bringen kann doch auch sofort. Also da musst du ja nicht erst das zweite Tor geschehen lassen. Andererseits verstehe ich auch, dass du jetzt keinen Spieler nach 30 Minuten schon runternimmst, weil das ja immer so ein bisschen die Höchststrafe ist. Ne? Ja, Gesichtsverlust, du sagst es. Also ja, ist wahrscheinlich auch als Trainer gar nicht mal so dankbar, jetzt in der Situation zu stecken und das irgendwie versuchen dann durch Wechsel oder so zu kompensieren. Ja. Aber ich kenne Baumgart auch gut genug, der wird auch über Pedersen nicht den Stab brechen, der wird den auch wieder einsetzen in neuerlichen Situationen. Und ich fand zum Beispiel seine Nominierung vor dem Spiel, bevor der Anpfiff erfolgt ist, fand ich die sinnvoll. Ich fand das gut, dass Pedersen mal gespielt hat, weil ich fand, der hat eine starke Vorbereitung gespielt, der hat sich da wirklich nichts zu Schulden kommen lassen. Ich fand auch wirklich charmant, dass du in seinem 10-jährigen Jubiläumsspiel dadurch Jonas Hector in die Mitte ziehen konntest. Ja, richtig. Das ist ja vielleicht auch ganz cool für ihn, so als Kapitän, gespielt, dass er Kapitän halt in der Mitte spielen darf und das Spielgeschehen lenken kann quasi. Für mich gehört der da auch eigentlich hin. Eigentlich auch, ja. Auch wenn er es links hinten natürlich auch gut macht, der ist ja so ballsicher, das ist fantastisch. Absolut. Also Hector kannst du halt überall hinstellen. Ne? Der hat ja zum Beispiel gegen Schalke oder was das war, in diesem Relegationsendspiel, hat der ja quasi Mittelstürmer gespielt. Ja. Der kann alles. Der kann sogar ins Tor stellen. Der ist ja auch 1,84 oder so, kann auch Torwart zur Not noch machen. Er wäre auch nicht schlechter als jeder manch anderer Torwart des 1. FC Köln, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Ja. Ja, also Hector, ja. Glaubst du, der macht nächstes Jahr weiter? Glaubst du, der verlängert seinen Vertrag nochmal? Ich glaube, der verlängert nicht. Ich glaube es nämlich auch nicht, leider. Ich glaube, das ist ja ein intelligenter Mann und der hatte so viel erreicht und er weiß ja auch, wenn er jetzt älter wird, dann wird es nicht besser von Jahr zu Jahr. Und wenn man quasi als Held abtritt und auch natürlich so am Rande genug Geld hat, um sein Leben lang damit auszukommen, wenn man möchte,
und vielleicht irgendwas Soziales zu machen oder so, oder eine Stiftung zu gründen, wäre das der perfekte Zeitpunkt, finde ich. Ja, ich glaube auch. Also ich finde, er wirkt ja auch immer so ein bisschen so genervt, wenn man das so nennen kann. Ja, es wird immer mehr, ne? Ja, ich finde auch. Also der ganze Rummel geht ihm, glaube ich, auf den Sack. Ich weiß auch gar nicht, ob der diesen Personenkult so cool findet, der jetzt so um ihn und um Baumgart und so gestrickt wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass der wirklich jetzt sagt, nee, Leute, ich habe jetzt hier, wie viele Jahre, 10 Jahre die Knochen hingehalten, mein Vertrag läuft aus und dann siehst du ihn auch nie wieder. Der macht dann keine Auftritte im Doppelpass, der wird nicht irgendwie Sportdirektor, so Arne Friedrich mäßig oder so. Der ist einfach weg, der verschwindet. Der geht mit Frau und, falls er Kinder haben sollte, mit Kindern nach Panama oder so und macht dann da so 2 Jahre Rucksacktourist oder irgendwie sowas. Der wird vollkommen verschwinden oder geht in sein Anwesen in Saarland zurück und trinkt da jeden Tag ein Weinchen und lässt das Leben auf sich einprasseln. Irgendwas so, genau. Ja, so, ne? Schade eigentlich, aber ja, ne, für uns Fans, genießt ihn noch, solange ihr könnt. Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass der sehr tragische Tod seines Bruders bei ihm da einiges verändert hat und dass er seitdem auch diese Genervtheit so ein bisschen mit sich rumträgt. Ja, das hat ihn mitgeprägt, da stimme ich dir voll zu. Absolut. Da ist ja auch zeitgleich oder kurz davor ist ja auch der Berater gestorben, der so ein bisschen so väterliche Rolle für ihn hatte. Also das waren 2 schwere Schicksalsschläge in ganz kurzer Zeit. Ja. Und ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen mit diesem Geschäft abschließen lassen und ihn merken lassen oder noch weiter seine Ansicht verstärkt, dass es einfach viel wichtiger Dinge im Leben gibt als Fußball. Der ist ja echt überhaupt kein Selbstdarsteller, der irgendwie jetzt diese Bühne braucht oder aber gar Film nicht, braucht, ne? Oder so, ne? Gar nicht, ja. Ja, schade. Ich hoffe, wir irren uns. Der macht noch 2 Jährchen. Ich fände das super. Ich feiere gerade keinen Spieler so sehr wie Jonas Hector für sein Lebenswerk. Aber ja, ich würde es ihm auch nicht verübeln, wenn er sagt, es reicht jetzt einfach. Ich habe so viel erlebt. Ich war mit der Nationalmannschaft im EM-Halbfinale, habe dann einen Elfmeter gegen Gigi Buffon verwandelt. Also ich glaube, viel mehr kannst du aus einer Karriere beim FC gar nicht rausholen, als das Jonas Hector getan hat. Oder? Ja. Finde ich auch. Genau. Er gehört, glaube ich, auch inzwischen in die Reihe der ganz Großen beim FC. Ja, absolut. Also ich wundere mich immer, wenn sein Name aufgerufen wird im Stadion, dann kommen da so ganz zaghafte Fußballgott-Rufe hinten dran. Warum das nicht das ganze Stadion brüllt? Also wer das hier jetzt hier hört, das müssen wir verstärken, finde ich. Ja, absolut. Also wer das bei Modest tut, der kann es ja wohl 10-mal bei Jonas tun. Oder? Ja. Wobei uns der Domstädter ein bisschen widerspricht, also was die Position von Hector angeht. Der schreibt nämlich im Chat, wenn wir Jonas auf die 6 ziehen, verschenken wir das Talent der jungen Spieler und auf links verkörpert er mehr Sicherheit. Kann man auch so sehen. Ist kann man nicht, so sehen, natürlich. Nicht verkehrt. Wobei ich trotzdem sage, dass Pedersen auch links eine sichere Bank ist. Bei weitem natürlich nicht so spielstark und sich in den Spielaufbau einbringend wie Hector, das nicht. Aber natürlich, klar, also auf lange Frist würde ich auch jetzt eher mit Martel im Mittelfeld planen als mit Hector und Hector dafür diese Linksverteidigerposition geben, sonst hätte es ja Martel gar nicht kaufen brauchen. Oder ja. Das ist also sicherlich ein Grund, ja. Genau. Aber gerade in so, also im ersten Europa-League-Spiel seit 5 Jahren den Kapitän im Mittelfeld aufzubieten, finde ich jetzt nicht verkehrt. Finde ich nicht schlimm. Ja. Und später kam ja Olesen noch zu 20 Minuten, also er hat da ja auch kein Talent irgendwie jetzt im Weg gestanden oder sowas. Richtig. Genau. So, ich klicke mal in meinem Highlight-Video weiter. Jetzt kommt nämlich das ganz Unangenehme. Jetzt kommt das 2-1, der Ungarn. Es tut 9, mir jetzt noch weh. Aber auch da wieder, ne, körperlos. Hier, der Ungar läuft mit dem Ball durchs Mittelfeld und keiner greift den mal so richtig an. Der legt den Ball einmal quer und der andere Ungar läuft mit Speed auf die Viererkette zu, wo alle irgendwas tun, aber keiner hingeht zu dem Herrn Dardai. Also da sieht auch Pedersen einfach nicht gut aus in diesem Zweikampf, weil er ihn halt einfach gar nicht führt. Ja, überhaupt nicht, oder? Läuft dann nebenher. Ja. Ich hätte da gedacht, dass der es nicht schafft, von dem Winkel aus den Ball ins Tor zu kriegen. Weiß ich nicht. Das war wirklich gut gemacht. Ja. War auch da Pech. Da passt ja kein Blatt dazwischen. Nee, genau. Das war Pech. Also ich sag mal, wenn der Ball ein bisschen anders kommt, dann hält der Schwebe den 9 von 10 Mal. Aber der kam so perfekt. Das hat, glaube ich, irgendwer nachher auch gesagt. Ich glaube, das stand im Geißblock oder so. Den Schuss macht halt Herr Dardai genau einmal in seinem Leben genauso rein. Und natürlich beim FC. Natürlich beim FC, klar. Und wahrscheinlich, ja, der ist doch bestimmt auch in Deutschland geboren, oder? Der Herr Dardai, schätze ich mal. Der Palko. Keine Ahnung. Ich glaube schon, weil er
Pal da, der einfach schon so lange hier wohnt und lebt und so. Ja. Der hat ja bestimmt auch Emotionen dazu. Ja, in Berlin geboren, war ja irgendwie abzusehen, ne? War ja klar. Natürlich. Ja, und ja, gut, ne? Was willst du machen? Es war klar, dass wenn da einer von denen trifft, dann natürlich Palko Dardai. Ja, und Gott sei Dank kam dann irgendwann die Halbzeitpause, oder? Ja, also ich war auch wirklich froh. Meine Hoffnung war, dass der denen die Köpfe wäscht in der Halbzeitpause. Hat ja auch nochmal dann personell reagiert und wie schon erwähnt, Kilian gebracht. Danach war ja auch eine Ruhe dann. Völlig richtig. Ja, absolut. Also Kilian hat vor allen Dingen dann in der zweiten Hälfte richtig gut und ruhig da hinten rausgespielt. Und die haben auch immer so eine Schnittstelle gefunden zwischen zwei Fenerbahce-Spielern, um da hinten rauszukommen. Das sah dann wieder sehr beruhigend aus, finde ich. Ja. Was halt sehr bitter ist, direkt in der ersten Situation, die hier gezeigt wird, kam ja diese Ecke von Kainz auf die Rübe von Hector. Und der macht ihn ja oben aufs Netz drauf. Da fehlt ja nicht viel. Wenn der direkt reingeht, ist ein ganz anderes Spiel. Ne? Dann hast du ja direkt sofort wieder den Ausgleich geschafft und dann sofort Rückenwind. Dann kommt das Stadion nochmal ganz anders auf, als wenn du da irgendwie 45 Minuten nochmal Beton klopfen musst. Ne? Also, absolut. Wäre geil gewesen. Hinten hätte ja Skiri auch noch reinlaufen können, wenn der Ball ein bisschen tiefer kommt und den auch dann abstauben können oder so. Ja. Ja, also schade, weil das hätte echt so ein Gamechanger sein können. Ja, und kurz Zeit später hat doch Hector nochmal einen sehr guten Pass auf den Meiner gespielt, ne? Ja, der ist jetzt noch gar nicht eingewechselt. Doch, genau, ja, der kommt jetzt gerade, der Pass, genau, 61. Ja, Meiner läuft im Zehnerraum ein, Hector über links, ist da relativ unbedrängt, also da haben die Ungarn auch mal sehr schlecht verteidigt, die Situation. Hector findet Meiner und Meiner schiebt im langen Eck vorbei und Dietz ist auch zu weit weg, um da irgendwie noch reingrätschen zu können. Ja, aber da sieht man, wie es gehen kann. Ne? Über die Außen, auch in Unterzahl, wäre es möglich gewesen. Und Meiner tritt mit dem linken Fuß am Ball vorbei. Ne? Der streift den nur, anstatt ihn richtig zu treffen. Ja, apropos Meiner, der ist ja auch eingewechselt worden, so um die 60. rum, meine ich. Ne? Genau. Das war dann kurz danach. Genau. Für den Thielmann, fandst du den Wechsel gut? Ja. Thielmann hat viel Potenzial. Thielmann ist ein sehr spannender Spieler für die Zukunft. Aber in dem Spiel hat er sich dann nach diesen ersten guten Szenen, als sie noch in Gleichzahl waren, zu wenig gezeigt. Hat zu wenig aus seinem Tempo gemacht. Ist vielleicht auch schwer, wenn du in Unterzahl spielst und dauernd nach hinten aushelfen musst und diese sehr hohe Position von Benno Schmitz so ein bisschen mitkompensieren musst. Aber er war ab der 30. Minute quasi unsichtbar. Und dann musst du da, glaube ich, auf der Position reagieren. Ja, ich fand das auch richtig. Aber ist ein Mann für die Zukunft. Der Thielmann. Ja, total. Der ist immer noch, glaube ich, 19 oder 20 oder so, ne? Da geht noch einiges bei dem. Ja, wäre natürlich schön, wenn er direkt im Rückspiel damit anfangen würde. Ich gebe aber auch zu, ich finde ihn besser als hängende Spitze um den Stoßstürmer herum als auf den Flügeln. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Passt ja auch zu so einem Stoßstürmer, der da vorne steht und die Kopfballtore macht, dass dann jemand noch drum rumwuseln kann, ne? Auf den man auch so achten muss, den man verteidigen muss. Ja, finde ich auch, genau. Und da kann er auch seinen Speed noch mal ein bisschen mehr einbringen. Auf den Flügeln hat er immer das Problem, dass er dann vielleicht an dem anderen vorbeikommt, aber dann hast du ja nur die Option zu flanken eigentlich. Du kommst ja nicht selber ans Tor irgendwie. Und wenn du mehr in der Mitte bist, der hat ja einen ganz guten Abschluss, einen guten Schuss. Das kannst du halt viel mehr einbringen, wenn du einfach näher dran stehst am Tor. Richtig. Ja, ich muss auch sagen, was man gemerkt hat, dass wir dieses Spiel in Unterzahl nicht gewöhnt sind, hat man daran gemerkt, da war unheimlich oft einfach niemand im Zehnerraum. Also du hast oft Situationen, wo sich einer auf dem Flügel mal durchsetzen konnte und da konnte er den Ball halt einfach nirgendwo hinbringen, weil in der Mitte musste wieder zurückspielen. Ne? Ja, genau. Mhm. In der Mitte stand dann nur Florian Dietz, aber der stand eben zwischen zwei Innenverteidigern. Da kannst du dann auch sagen, was soll der arme Junge da machen? Ne? Also vielleicht kannst du Modest da noch irgendwie finden, dass der sich mal gegen zwei Innenverteidiger durchsetzt mit seiner brutalen Kopfballstärke. Ja. Aber das jetzt von Florian Dietz zu erwarten, wäre ein bisschen sehr viel verlangt. Und im Rückraum war halt keiner. Da musste halt Ljubicic zu viele Löcher stopfen und zu viel nach hinten arbeiten. Und der fehlte dann vorne. Also ich habe die ganze Zeit im Stadion überlegt, wie könnte man das irgendwie fixen? Was könnte man ändern? Mir wäre aber auch nichts eingefallen, außer halt Harakiri zu spielen und zu sagen, du stellst jetzt den Ljubicic dauerhaft auf diese Zehner-Position und lässt hinten die quasi mit so einer sehr luftigen Verteidigung restverteidigen. Aber ich glaube, wenn du 3-1 verlierst, wird die Welt noch schwerer. Insofern ganz schwierige Situation. Oh ja.
vielleicht was den Rückraum angeht, hat dann aber auch irgendwann die Kraft gefehlt. Die mussten ja ständig mehr rennen und alles zulaufen. Wenn ich mir Skiri zum Beispiel angeguckt habe, ich weiß nicht, bestimmt gibt es irgendwie eine Statistik, wie viel der wieder gelaufen ist. Ich glaube, Ich kann das es war nachschauen. Marathonlänge oder so Ja, bei dem Spiel. Das ist ich ja schaue es gerade unglaublich. nach. Also wenn der Kicker das für die Europa Conference League Playoffs erfasst, dann kann ich es nachgucken. Aber Ja. ich fürchte, sie haben es nicht erfasst, leider. Schade. Ja. Haben sie nicht gemessen. Nee, stimmt. Und jetzt kommt halt auch hinzu, Leute wie Jubicic kennen ja diese Doppelbelastung noch gar nicht. Die haben noch vielleicht nicht ganz so die Tricks raus, die die alten Hasen haben, wie man so ein bisschen in der englischen Woche Kraft schonen kann, um dann hinten raus die entscheidenden Akzente zu setzen. Das ist halt so ein Lernprozess, den müssen wir jetzt alle als Verein und als Mannschaft durchschreiten. Ja. Aber das geht nicht in einem Spiel leider. Da muss er erstmal ein bisschen Erfahrung für sammeln. Ja, richtig. Hoffentlich reicht's für Sonntag. Ja, absolut. Da können wir gleich noch drauf schauen auf den Sonntag, aber wir bleiben noch ganz kurz hier bei dem Ferhaber-Spiel, damit wir das unsere Therapiestunde hier zumindest zum Ende bringen. Ja. Ich bin auch total begeistert, wie aktiv der Chat ist. Da kommen hier ganz, ganz viele Nachrichten. Ich komme kaum hinterher, das noch alles zu lesen. Super, mach gerne weiter so. Ich arbeite das alles gleich ab. Gab ja noch diese Pfostenchance dann von Linden Mayner in der 70. Minute. Ja, Auch war so das ein auch mit Moment. Pass von Hector, glaube ich, Natürlich, Pass oder? von Hector, klar. Unser Natürlich. Spielmacher und alles in Personalunion. Hat der Torwart aber auch gut gehalten, ne? Den lenkt der ja an den Pfosten tatsächlich. Haben wir im Ja. Stadion gar nicht gesehen, ob das der Torwart noch dran war. Hätte auch Ecke Ich auch geben nicht. müssen. Hat's, glaube ich, gar nicht. Weiß ich gar nicht, ob es Ecke gab oder nicht. Ja, schade, ne? Also so ein Ding muss halt mal Ja. reingehen. Dann 2-2 nehmen wir alle mit, ne? In Unterzahlen Ja. 2-2, da kannst du sagen, okay, nichts passiert so, ne? Können wir alles noch regeln. Aber es wäre halt Aber viel einen wert großen gewesen. Unterschied macht es meines Erachtens nicht. Bei einem 2 zu 2 müssen wir am Ende in Ungarn auch gewinnen, um Ja, weiterzukommen. das ist Und jetzt richtig. haben wir zwar 1-2 verloren, aber auch jetzt reicht ein Sieg mit einem Torunterschied. Es gibt ja die Auswärtstorregel nicht Ja, mehr. klar, jetzt musst du halt insgesamt netto mehr Tore schießen, ne? Ja. Also, wenn du Wenn am 1-0 Ende gewinnst, ein gibt es Tor ja mehr hat, hast du nur, es geschafft. genau, wenn du jetzt nur ein Tor schießt in Ungarn, dann gibt es halt Verlängerung, wenn du Ja, das keins ist richtig, fängst, ja. ne? Stimmt. Also, meine Theorie ist, du brauchst in Ungarn jetzt mindestens 3 Tore. Hier schreibt Jasemat im Chat 2 Tore, ich sag, wir brauchen 3. Da wir ja wirklich absolut niemals zu null spielen. Wann haben wir zuletzt mal ein Spiel zu null bestritten? Ich könnte es jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Ich auch Also, nicht nee, tatsächlich. das ist ewig her. Und der Baumgart, ich glaube sogar, das eine Spiel, was Timo Horn gemacht hat gegen Frankfurt in der Rückrunde, das war das letzte zu null vom FC. Und wenn wir halt nie zu null spielen, dann liegst du irgendwann halt, also dann schießen die Ungarn halt ein Tor und dann brauchst du 3. Also ich gehe fest davon aus, wir brauchen in Ungarn 3 Tore. Egal wie und in welcher Situation, vielleicht auch in 120 Minuten und nicht in 90. Aber wir brauchen 3 Tore, da gehe ich von aus. Da würde ich ja viel drauf setzen, dass wir 3 Tore brauchen werden insgesamt. Ja, du könntest recht haben. Wobei, was mir wirklich Mut macht, ist, dass die ja, 70 Minuten oder sagen wir, gucken wir uns jetzt nur die zweite Hälfte an, auch in Unterzahl gespielt haben. Und ganz ehrlich, hat Fair war da kaum noch einen Ball bekommen. Ja, also wir haben zwar nicht viele Chancen erarbeitet, aber wir haben das Spiel dominiert mit 10 Mann. Ja. Ja, jetzt, ich will jetzt kein Wasser in deinen Wein schütten, aber ich Mach glaube, ruhig. ja, ich mache es auch trotzdem, weil ich glaube, Ferber wollte den Ball auch nicht mehr. Also, wenn die da ganz, ganz konkret aufs 3-1 gehen würden, sähe das Spiel anders aus. Aber ich glaube, die waren sehr erpicht darauf, das einfach wegzuverteidigen, haben uns den Ball überlassen und sich gedacht, die machen damit eh nichts. Und die hatten ja auch recht. Also, wir hatten ja keinen einzigen Torschuss aufs Tor in der, bis auf dieses Mayner-Ding, hatten wir ja keinen Torschuss in der aufs Tor gegangen wäre, wo der Torwart hätte eingreifen müssen. Das ist ja schon ein bisschen wenig für 75% Ballbesitz dann. Ja, das ist richtig. Also weiß ich nicht. Du musst auf jeden Fall in Ungarn zwingender sein. Egal wie, du musst Torchancen generieren. Richtig gefährliche. Wenn du dann das Tor nicht triffst oder der Torwart hat so einen Sahnetag wie der von Wolfsburg damals oder so, so be it. Dann hast du ja zumindest nichts vorzuwerfen. Aber du Ja. musst trotzdem zwingender sein. Ja. Ja, wie würdest du denn aufstellen? Ja, gute Frage. Also Chabot ist ja raus, das ist ja logisch bedingt. Im Tor Ja. auf jeden Fall Schwäbe, da brauchen wir nicht drüber reden. Und die Ja. Innenverteidigung stellt sich auch von selber auf. Das sind natürlich Hübers und Kilian. Ja. Hector Linksverteidiger würde ich auch lassen. Da würde ich jetzt nicht noch mit Petersen experimentieren irgendwie. Rechts.
Ja, auch Benno. Ich habe überlegt, wegen seines Tempos easy, aber Easy. nee, ich glaube, der bringt offensiv einfach zu wenig. Auch wenn er halt schnell ist, bringt ja auch nichts, wenn er den Ball halt nicht vorne an den Mann bringt. Und dann, da du ja gewinnen musst, würde ich halt auf Baumgarts 4-1-3-2 zurückgehen, also mit zwei Stürmern spielen. Das heißt, ich würde Skiri auf die einfache 6 stellen, Ljubicic auf die 10, Kainz auf links, Meyner auf rechts und dann Dietz und vielleicht sogar am besten Adamian oder Thielmann, eins von Ja. beiden, wer da im Training vielleicht besser ist, auf diese Ja. zweite Stürmerposition. Ja. Ich habe eh gedacht, Adamian hätte gestern auch gerne früher kommen können, um diesen Raum um Dietz herum zu besetzen. Der Der kam war dann es ja in der für letzten einen, Viertelstunde, glaube ich, ne? ja, genau, und auch für den linken Flügel. Und ich glaube, da ist der halt verschenkt auf dem Flügel, ne? Also ich glaube, der würde dir im Strafraum mehr helfen als auf den Flügeln. Ja, der hat wahrscheinlich 1:1 den Kainz ersetzen sollen, oder? Ja, denke ich auch, aber ich glaube, das ist nicht seine Paradedisziplin. Also Ja. ich glaube, der wäre um den Stürmer herum besser, wie gegen Schalke zum Ja. Beispiel. Wie fandest du überhaupt die Wechsel? Er hat ja den Olesen gebracht für Ljubicic und Adamian für Kainz. Ja, also Ich habe in dem Moment gedacht, wie soll dann jetzt noch Druck nach vorne kommen? ich kann die Wechsel einzeln verstehen. Also, dass du halt Dietz irgendwann erlöst von seinem Abreibungskampf gegen zwei Innenverteidigern, macht schon Sinn. Und Tigges ist ja so der logische Ersatz-Dietz im Moment quasi vom Körperbau her. Ich habe Ja. überlegt, einfach beide spielen zu lassen, also Dietz und Tigges, und dann quasi rein aufs Flanken zu gehen. Dass du halt sagst, Ja. hier, Kainz bleibt auf dem Platz und Benno haut auch links und rechts die Flanken rein und einer von beiden wird sich immer mal durchsetzen. Ja. Hat er ja schon mal gemacht in der Vergangenheit mit Anderson und Modest zusammen, zum Beispiel. Ne? Ja. Ja, aber ich kann auch verstehen, dass du sagst, ich bringe nur einen Stoßstürmer und dafür ein paar Wuseler um ihn herum. Adamian habe ich auch verstanden, nicht unbedingt für Kainz. Jetzt aber Kainz auch ein Spieler, der dazu neigt, in der 70. oder 75. immer abzubauen. Und ich glaube, den in eine Ja. englische Woche zu schicken, machst du eh nicht so einfach. Also ich glaube, der Kainz war kaputt, weil der wird auch viele, viele Kilometer abgespult haben. Da macht es dann Ja, schon macht Sinn, er ja dass du ihn immer. runternimmst. Genau. Und dann gibt unser Kader einfach keinen anderen Spieler her für Kainz. Also So wen ist bringst du es. dann, außer eben Adamian? Meiner hat jetzt schon gespielt, der war schon raus. Dann sitzen da noch Lämperle, der ist auch kein Linksaußen. Vielleicht Schindler auf rechts und dafür Meyner auf links rüberziehen, irgendwie so, dass du mit ganz viel Speed kommst, aber dazu hat mir Schindler auch zu wenig gegen wie hat der gespielt, gegen Schalke oder so, zu wenig Ja, da gefallen. hat er nicht geglänzt. Nee, genau. Ja, also es war irgendwie schon logisch. Nicht so ganz verstanden habe ich, und das meine ich wirklich nicht als Kritik an Olesen, aber ich habe den Olesen-Wechsel nicht ganz verstanden, weil sicherlich ein sehr talentierter Spieler, auch ein Mann für die Zukunft, der hat ja jetzt schon richtig viele Einsatzzeiten bekommen. Gute Geschwindigkeit, gute Ballführung, alles gut. Aber in so einem hitzigen Flutlichtspiel, wo sich halt 10 Ungarn oder 11 Ungarn hinten reinstellen und knallhart auf Verteidigen gehen, da bringst du einen 21-jährigen Luxemburger, der irgendwie 54 Regionalliga Westspiele hat und sonst nichts, obwohl du einen André Duda auf der Bank hast, der so Spiele vielleicht öfter in seinem Leben schon mal gespielt hat und hier in seiner Vergangenheit schon mal ein Dosenöffner gewesen ist. Weiß Ja, ich das ist nicht. richtig. Wobei Duda hat schon sehr, sehr häufig enttäuscht im Ja, ist letzten auch halben richtig, Jahr ist auch richtig. mindestens, ja. Und vielleicht wollte sich der Baumgart das jetzt auch schenken einfach. Und ja, das ist ja auch seine Art, dass er jungen Spielern dann eine Chance gibt. Ja, Ich weiß es nicht. Man weiß es sowieso was nie, man halt echt ne? sagen Was muss, wäre geworden, wenn, ne? ja, absolut, also ist klar, ist alles hypothetisch, klar. Ich glaube halt, was du sagen musst, was man positiv anerkennen muss, diese 20 Minuten werden den Spieler Olesen extrem weit vorangebracht haben. Der Ich hat so denke viel auch. gelernt wie in keinem Training der Welt und in keinem Regionalligaspiel in 90 Minuten. Ja, und das brauchen wir ja auch am Ende, ne? Wenn wir über eine lange Saison sprechen, wo wir auch darauf achten müssen, dass nicht ich sag mal, die Stammelf die ganze Zeit spielen kann, ne? Und dann bringt ja sowas auch viel. Genau. Und Aber war Baum. natürlich auf der anderen Seite ein sehr, sehr wichtiges Spiel, eigentlich mit das Wichtigste in der Saison. Ja, das ist es. Weil es um viel Geld geht halt. Und Baumgart hat ja am Ende, also in meiner Pressekonferenz hinterher, ausdrücklich auch Olesen gelobt und hat ja auch wirklich ganz klar gesagt, Duda ist jetzt ganz klar hinter Olesen. Und wenn er das so sieht, dann muss er auch so wechseln. Dann ist es ja nur So ist konsequent, es. den Mann dann zu bringen, den Olesen.
Ja, insgesamt merkst du halt einfach, dass Marc Uth gefehlt hat. Ne? Hätte Uth, wäre der fit gewesen, hätten wir diese ganze Diskussion gar nicht gehabt, weil dann hätte da halt einfach Uth von Anfang an gespielt und damit hätte die ganze Mannschaft anders ausgesehen. Ja. Und ich glaube, Uth ist auch genau das Element, was uns gefehlt hat, weil Uth kann ja auch mal aus der zweiten Reihe Gefahr heraufbeschwören. Das konnten die anderen ja alle nicht. Also so ein Fernschuss war da ja gar nicht dabei mal irgendwie. Und das hat ja zum Beispiel Ljubicic noch gegen Leipzig, glaube ich, extrem stark versucht, diese Fernschüsse. Das war jetzt hier ja überhaupt nicht mehr der Fall. Ja, gar nicht, ne? Ja. Das ist richtig. Ja, du hast, was Marc Uth angeht, völlig recht. Der hätte ja auch Sicherheit und Ruhe gegeben, ja, als erfahrener Spieler. Und der war ja jetzt auch Anfang der Saison scheinbar in einer sehr, sehr guten Form. Hat doch gegen Regensburg auch ein super Tor gemacht, glaube ich, ne? Ja, absolut. Wo er vorne mit reingeht, genau. Ja, genau. Ja. Und der könnte uns, ich weiß die Quelle jetzt nicht mehr, ich glaube, der könnte uns noch mindestens den kompletten September fehlen. Ja, und das finde ich halt echt schade, ne? Also, wenn der wirklich einen ganzen September ausfällt, das ist ja quasi die Crunch-Time jetzt in der Conference League. Ja. Also, dann hat er ja scheinbar auch ein bisschen mehr verletzt da gegen Regensburg. Da muss man auch, glaube ich, die Kritik zurücknehmen, dass er keinen Elfmeter geschossen hat. Also nicht nur, glaube ich, sondern ist dann so, da muss man die zurücknehmen. Wenn der dir echt den ganzen September ausfällt, dann da musst du improvisieren. Also Ljubicic macht das schon gut, das aufzufangen, ist aber natürlich ein ganz anderer Spielertyp und auch ein ganz andere Herangehensweise an diese Position. Und dann musst du halt entweder jetzt doch versuchen, du da irgendwie hinzukriegen, wenn du ihn nicht verkauft kriegst, anders geht's ja nicht. Ja. Also auf der Tribüne hilft dir der auch nichts. Dann lieber versuchen, den wieder an die Mannschaft ranzuführen. Das oder überlegen, sagt, ja, mit jedem Spieler, das versucht er ja auch mit Anderson. Ja, genau. Ne? Oder halt überlegen, ob du nicht, also Linden Mayner kann auch Zehner spielen, hat er in Hannover auch ein paar Mal gemacht. Ob das zielführend ist oder ob du die Geschwindigkeit von ihm verschenkst, weiß ich nicht. Aber mal überlegen, ob nicht vielleicht irgendein anderer Spielertyp auch ein guter Einwechselspieler wäre für Ljubicic auf dieser Position. Ja. Genau. Tja. Inzwischen hat Dennis 1783 mal nachgeschaut. Das letzte zu Null war das 1-0 in Leverkusen am 13. März 2022. Also das war ja das Timo Horn-Spiel tatsächlich. Das heißt, Timo Horn ist der letzte Torwart des FC, der zu Null gespielt hat. Ja, hattest du es richtig im Gedächtnis. Ja, es wäre nice, wenn Herr Marvin Schwebe der Nächste werden würde in Ungarn, der schaffen würde. Weil dann sehen die Chancen schon gleich viel besser aus. Viel besser. Genau. Wie hast du dich gefühlt, als der Abpfiff ertönt ist? Was war da so deine Emotion? Also kurz vor der Halbzeitpause ging es mir noch richtig schlecht, weil man ja auch nicht wusste, was passiert in der zweiten Hälfte. Geht das so weiter? Kassieren wir noch das 3-1 und 4-1? Mhm. Als ich aber dann gemerkt habe, hey, die kontrollieren das irgendwie auch mit 10 Mann, dachte ich, in Feava spielen, oder so heißt ja nur der Verein, nicht die Stadt, ne? Spielen die wieder mit 11. Und ich glaube, dass sie das noch packen. Ich bin mit einem ganz guten Gefühl trotzdem gegangen. Mhm. Ja, also mir kam halt auch sofort die Erinnerung an Kiel einfach hoch. Ne? Ja, korrekt. Sehr vergleichbar. Ne? Heimspiel in Kiel ja wirklich völlig in Sand gesetzt, also gegen Kiel völlig in Sand gesetzt. Total enttäuschend. Irgendwie auch da hat Kiel ja nur einmal aufs Tor geschossen gefühlt und das war natürlich direkt drin dann, das Ding. Ja. Auch da hatten wir wahrscheinlich 70% Ballbesitz und haben da nicht zwingend agiert. Also es sind schon viele Parallelen erkennbar. Die Frage ist halt nur, kannst du ein Kiel 2.0 heraufbeschwören, sozusagen? Kann man das mit Ansage machen? Ne? Geht das? Also ich glaube, man kann das ja jetzt sagen, das passiert und wir wissen nicht, ob es dann passiert. Ich glaube aber, dass der Baumgart so eine gute Ansprache hat, dass die da so rausgehen, dass sie das mit Selbstbewusstsein tun, mit Energie und mit Ideen und dass sie das umsetzen. Das traue ich der Mannschaft wirklich zu. Das glaube ich auch. Also die müssten ja, haben wir keine andere Wahl. Ich überlege gerade, wer von der aktuellen Mannschaft, der vielleicht Startelf-Optionen hat, hat in der Relegation gegen Kiel gespielt. Da fiel mir jetzt natürlich ein Hector. Ja. Kainz wahrscheinlich doch auch. Mhm. Skiri. Dann war es das wahrscheinlich schon, oder? Ich suche das Schmidt. Spiel gerade. Ja, Benno kann sein. Ob der gespielt hat, weiß ich nicht, aber kann sein. Ich suche das Spiel gerade raus. So, Augenblick.
Weil also die können ja auf jeden Fall von dieser Erfahrung schöpfen. Ne? Die haben das alles schon mal erlebt. Und ich würde mal sagen, eine Abstiegsrelegation ist immer noch mal mehr Druck als eine Europa League Conference Playoff Dingsbums Geschichte. Ja, da geht es ja fast um Abstieg die Existenz, ist ja, all or in nothing, der genau. Bundesliga. Ja. Und trotzdem haben sie es auf den Platz gebracht. Ja. Hier, Aufstellung beim Hinspiel. Schmitz ist noch dabei von heute. Skiri, Duda und Hector. Ja. Hector hat da echt Mittelstürmer gespielt, ne, in der Relegation im Hinspiel hier laut der Unfassbar, Kicker-Aufstellung. oder? Erinner Ja, dich. absolut. Thielmann wurde eingewechselt. Anderson, Easy Boe saß nur auf der Bank. Kainz nur auf der Ja. Bank. Kainz nur auf der Bank. Okay. Ja, Kainz war aber in der letzten Saison, also in dieser Saison, noch nicht so gut, wie er jetzt ist, ne? Ja. Ich meine, er war auch irgendwie platt, kann das sein? Dass es irgendwie so eine Schonungsgeschichte war fürs Rückspiel, irgendwie sowas? Ich weiß es Ich weiß wirklich es nicht auch mehr. nicht mehr. Nee, ist schon lange her wieder. Aber ich mach mal gerade die Aufstellung vom Rückspiel auf. Ja. So, da hat nämlich Kainz von Anfang an gespielt. Mit der Note 1,0 übrigens. Also, das Schonen hat sich gelohnt anscheinend. Ja, Da hat auch der Easy hat auch die Flanken gespielt. auf den Anderson Ja, genau, gegeben. Zwei genau. Tore, ne, meine ich, Ja, ja. genau. Da haben Kainz, Duda, Anderson, Hector, Skiri, Easy Boué aus dem jetzigen Kader gespielt. Und Ja. natürlich Timo Horn auch noch. Ja, Anderson 1,0 als Note beim Kicker, Kainz eine 1,0, Duda eine 1,5, Hector eine 1,0, Skiri eine 2,0, Easy Boué eine 2,5. Ja. Jo, eingewechselt Thielmann und das war's. Ja. Ja, das ist doch ein gutes Omen. Genau. Guter Vergleich mit dieser Relegation. Tja, muss eben kurz niesen. Augenblick. Sorry. Ja, Alles Gute. der musste raus, genau. Hab natürlich direkt auch seit dem Stadionbesuch gestern so ein rotes Feld da in meiner Corona-Warn-App. Das bleibt wahrscheinlich nie aus, wenn man ins Stadion geht. Ja, das bleibt, glaube ich, das hatte ich auch schon zweimal von drei Spielen oder so, als ich da war. Ja. Ja, aber in der Ein Regel kommt dann ja auch nichts nach. User mit dem tollen Namen, ich zitiere, Tittenkalle51, schreibt, dass wir jetzt über das Spiel am Donnerstag reden würden, aber nicht über das in Frankfurt, was alles beeinflusst. Und da hat er, glaube ich, recht. Wir haben das Da hat er Frankfurt-Spiel recht. jetzt so ein bisschen vernachlässigt. Lieber Tittenkalle, geiler Name auf jeden Fall. Ja, weiß ich gar nicht. Wie wird man dieses Spiel gegen Frankfurt angehen? Lässt man da die volle Kapelle spielen? Oder irgendeine Rumpftruppe, damit möglichst alle fit nach Ungarn reisen können. Also eine Rumpftruppe glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass die nicht, wie sie es sonst machen, strikt die ganze Zeit nach vorne gehen. Die werden wahrscheinlich erstmal kontrolliert spielen, weil man ja auch damit rechnet, dass Frankfurt richtig Dampf machen wird am Anfang. Die brauchen ja jetzt auch dringend mal Punkte. Wie viel haben die? Einen Punkt oder so? Oder Ja, keinen? gegen Bayern hoch verloren und dann unentschieden gegen Ja. Hertha. Mit strittiger Elfmeterentscheidung. Ja, richtig. Also von daher, gerade vor eigenem Publikum, wollen die dir jetzt unbedingt was zeigen und wollen die Kurve kriegen. Von daher wird das wahrscheinlich am Anfang so verteilt sein. Und was dann im Laufe des Spiels passiert, das ist reine Spekulation. Ja, Also, also. Schwierig, ne? Ich überlege ja, auch, was schwierig. würde Auch ich die als Trainer Aufstellung ist tun? Ja, schwierig. genau, was würde ich als Trainer tun? Baumgart ist ja so ein bisschen stur, ne? Vielleicht lässt er aus Prinzip dann Petersen spielen und Hector wieder im Mittelfeld oder so. Einfach weil stur. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ganz schwierig. Ich wüsste auch nicht, was ich als Trainer tun würde. Also ich würde auf Ja. jeden Fall mal, ich glaube, ich würde. Boah, oh, ist echt schwer. Also Dietz, glaube ich, hat sich auf jeden Fall festgespielt. Der hat sich Der ist ja erstmal auch festgespielt, jung, sehe der ich ist jung und genauso. der kann auch mal drei Spiele in einer Woche machen. Und ich Ja. glaube, der hat ja auch so einen kleinen Lauf jetzt gerade mit den zwei Toren in zwei Spielen. Den wird es vielleicht auch nicht rausnehmen aus dem Lauf. Der Ja. spielt. Dann, glaube ich, wäre es mal an der Zeit, Adamian von Anfang an zu bringen, wenn der fit genug und Ja, das spritzig sehe ich ist. auch so. Ja, stimme ich dir zu. Und der hat ja auch noch viel im Köcher. Kann sich vielleicht auch ein bisschen warm spielen, wenn er in Ungarn eine tragende Rolle spielen sollte. Ja. Ja, kann mir vorstellen, dass er auch wieder Easy bringt, weil
Ansgar Knauf. Schnelligkeit. Ja, Schnelligkeit, genau. Jetzt ist ja zum Glück Kostic nicht mehr dabei bei der Eintracht. Das macht es ein Ja. bisschen einfacher. Ja. Ich glaube, die Innenverteidigung stellt sich von selber auf. Ich glaube nicht, dass da Chabot spielt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da werden schon Kilian und Hübers spielen. Ich finde auch gut, dass die Ja. beiden sich mal jetzt dauerhaft einspielen sollen. Also jetzt in dem letzten Spiel haben ja schon drei verschiedene Innenverteidigerpärchen gespielt in einem Spiel. Ich glaube, Innenverteidigung ist so ein bisschen wie Tor. Da rotiert man eigentlich nicht, wenn man nicht muss. Ich würde die jetzt sich da knallhart einspielen lassen. Sehe ich hundertprozentig genauso. Und der Kilian hat es ja auch zusammen mit Hübers in der zweiten Hälfte richtig gut gemacht. Ja. Und die haben ja auch mit diesem Kolo Muani einen richtig geilen Stürmer. Den finde ich mega, mega, mega Typ. Totale Bombe, dieser Spieler von Frankfurt. Lucas Ja. Alario kommt da auch noch mit hinzu. Der kam von Leverkusen, ne? Ja, leider, genau. Das heißt, er wird auf Ja. jeden Fall ein Tor machen. Kann man auch wieder schon mal den Wettschein mitnehmen. Du bist deine Unke, Dennis. Ja, aber eine sehr reiche Unke, weil ich habe damit ja viel Geld gewonnen. Ja, erzähle ich nachher dann noch mal ganz kurz wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, du brauchst deine beste Innenverteidigung gegen so Leute wie Kouani. Und deswegen glaube ich Kilian und Hübers. Mittelfeld würde ich sagen Skiri und Martel noch mal, wie gegen Ja, Leipzig. Martel hat sich, glaube ich, hat wirklich gut gespielt, ne, Ja, im Mittelfeld. genau. Du willst die Jungen ja auch fördern. Und Genau. Frankfurt hat ein körperlich sehr starkes Mittelfeld. Da kommen ja diese ganzen körperlich sehr robusten Spieler mit So und Jakic und Rustic und wie die alle heißen. Ja. Ich glaube, da brauchst du auch ein bisschen körperlich dagegenhaltende Spieler. Und dann hast du mit Skiri, Martel und Jubicic körperlich gute Spieler. Die Frage ist, gibst du einen von diesen drei Dauerläufern, also von diesen zwei Dauerläufern, Skiri und Jubicic, mal eine Pause und lässt vielleicht Adamian auf der Jubicic-Position ran oder so, damit die. Ah, guck mal, Kamada fällt aus, schreibt der Domstädter, wusste ich gar nicht. Genau, ist gut für Ah, uns. das ist gut. Wobei natürlich im letzten Spiel hat der Kamada den entscheidenden Fehler gemacht, den Modest dann ausgenutzt hat. Also hätte auch ein Vorteil sein können, wenn er spielt. Aber gut, jeder, der nicht spielt, soll mir recht sein. Martel hat Rücken, sagt der Heinzchen, das habe ich nicht gehört. Ich dachte, Martel Ah. wäre fit. Okay. Ich dachte, dass eigentlich nur Uth ausfallen würde, aber. Gut, sehen wir dann, ja, weiß ich Das nicht. wusste ich auch nicht. Aber Chat, was würde denn der Chat machen? Würdet ihr die beste Elf spielen lassen oder die beste Elf sich ein bisschen schonen lassen für Ungarn? Wie schade, dass wir nicht 3-0 gewonnen haben. Das war mein Tipp eigentlich. Dann Ja, könnten wir. schön wäre es, ne? Ja. Ja, wir warten mal, Dann dass der müssten Chat die uns beste jetzt Elf in hier. Ungarn spielen lassen. Der Chat muss uns hier die Frage beantworten. Aber mir fällt es richtig schwer, eine Aufstellung zu finden. Ja. Und ein Stoßstürmer nur, den Dietz. Also ich würde Adamian auf jeden Fall irgendwie einbauen in die Startelf. Ich finde, der muss mal von Ja. Anfang an ran. Frage ist halt nur, Ja. gibst du ihm diese Flügelposition wie jetzt in der 70. Minute oder setzt du ihn auf diese Zehnerposition, wo jetzt Jovicic spielt und lässt er für Jovicic entweder einen tiefer spielen oder gibst ihm mal eine Pause, weil der ja auch immer seine 15 Kilometer da gefühlt abspielt. Ja, unglaublich. Hattest du im Kicker nach den Laufwerten geguckt? Stehen die Ja, da oder leider stehen die da gibt es die nicht? für diese Conference League nicht. Die wird da scheinbar nicht gemessen. Ja. Gibt ja auch keinen VAR, ne? Vielleicht haben sie einfach weniger technischen Aufwand betrieben in der Ja. Conference League Playoff-Runde. Keine Ja. Ahnung. Leider wurde es nicht gemessen. Hätte mich interessiert. Ja. Gerade in Unterzahl werden hier noch mehr gelaufen sein als sonst schon. Eben. Ja. Was ich aber noch ganz Hoffentlich reicht die Kraft kurz, am Sonntag. ja, genau. Was ich aber ganz kurz noch zum Kiel-Vergleich Ja. anführen würde. Man darf auch nicht vergessen, bei Kiel im Rückspiel lief auch alles wirklich nach Plan, ne? Der allererste Kopfball geht sofort rein. Die erste Szene quasi ist das 1-0. Und damit ist das Hinspiel halt Ja. sofort ausgeglichen. Dieses Glück musst du halt in Ungarn erstmal haben, ne? Dass der Spielverlauf so sehr zu deinen Gunsten ist, wie es in Kiel der Fall war, hat nicht in jedem Spiel so ein Glück, ne? Aber der Auf der Hector anderen macht ja. Seite, ja. Ja. Auf der anderen Seite muss man dieses, es wäre natürlich toll und das gibt ja auch einen zusätzlichen Push.
Auf der anderen Seite muss man ja auch nicht sofort auf ein Tor spielen. Und es reicht ja erstmal ein Tor, um in die Verlängerung zu kommen, wenn es jetzt ungünstig laufen würde, ne? Ja, ist auch, also würde ich sehr gerne vermeiden, um es mal so auszudrücken. Ja, natürlich. Wir haben ja gegen Man weiß ja auch Regensburg nie, was schon, hinten passiert. ja, wir haben ja gegen Regensburg schon die Verlängerung in den Knochen. In der Bundesliga kommen die Spiele jetzt Fall auf Fall. Jetzt kommt die kalte Oh ja. Jahreszeit. Also ich würde gerne möglichst wenig Körner jetzt schon so am Anfang der Saison lassen, weil wir auch immer noch ein Auge auf den Abstiegskampf haben müssen und da nicht unten reingeraten wollen. Also da wäre mir schon recht lieb, wenn wir am Anfang der Saison nicht schon alle Körner lassen würden, die wir hinten raus brauchen. Ja, das erinnert uns sonst so an eine andere Saison, ne? Ja, genau. Ich meine, jetzt haben wir natürlich Hast du recht. Glück im Unglück, dass diese bescheuerte WM-Pause ja 3 Monate gefühlt da irgendwie sein wird. Da kann man dann Ja. zum Glück regenerieren. Also es wäre nicht ganz so schlimm, wenn sie jetzt halt 2 Verlängerungen spielen müssten und dann noch englische Wochen und so weiter, wenn es erfolgreich ist. Um jeden Preis vermeiden, möchte ich sehr gerne einen Elfmeterschießen. Ja. Ja, das würde ich mir, glaube ich, auch nicht angucken können. Nee. Ich wüsste auch gar nicht, wer da schießen sollte dann, ne? Also die Hälfte der Mannschaft ist ja schon verbrannt für Elfmeterschießen jetzt quasi nach Regensburg und Regensburg und HSV. Ja. Lassen Kainz Ja, schießen, nee. Lubicic, ein Der Hector. Kainz hat ja auch dieses HSV-Trauma wahrscheinlich noch. Ach Plus, ich so. glaube nicht, dass der 120 Minuten durchhält, ehrlich gesagt. Also, ob der Das dann noch auf dem richtig. Platz ist, weiß ich jetzt auch nicht. Stimmt, da ist er nicht mehr auf dem Platz. Nee. Oder der kommt halt erst später, aber das glaube ich halt auch nicht wiederum nicht. Also, du brauchst ihn ja als Startelfspieler. Ja. Ja, schwierig, schwierig. Also, ich beneide den Herrn Trainer gerade nicht darum, dass er diese Entscheidung alle treffen muss. Ja, ist wirklich nicht einfach. So am Rande noch so ein Fun Fact. Fair war, muss bis nächsten Donnerstag kein Spiel spielen, obwohl die Liga in Ungarn spielt. Aber der Verband hat das verschoben wegen des Conference League Spiels gegen Köln. Ich habe eine persönliche These. Ich hoffe, dass sie Ja. aufgeht, aber ich will jetzt auch nichts jinxen. Meine These ist, immer dann, wenn ein Verband für eine Mannschaft ein Spiel verschiebt, geht das für diese Mannschaft in die Hose, weil die dadurch ihren Rhythmus verlieren. Weil die nicht mehr diesen Donnerstag, Samstag Rhythmus haben, sondern jetzt Ja. plötzlich eine Woche frei haben und dann eine Woche lang Zeit haben, über dieses Köln-Spiel nachzudenken und ihren Rhythmus verlieren. Läuft für uns. Ja. Ich habe da immer im Kopf, hab ich im Vorgespräch schon erwähnt, ich habe mal ein Spiel in Erinnerung, da haben die Bayern in der Champions League gegen irgendeine französische Mannschaft gespielt. Ich weiß aber nicht mehr welche, ich glaube Lille oder sowas. Und da hat die Ligue 1 auch gesagt, wir machen jetzt hier für euch eine Woche lang Wettkampfpause, damit ihr euch auf dieses Spiel vorbereiten könnt. Das ging gnadenlos in die Hose. Die Bayern waren voll drin im Rhythmus, haben die komplett auseinandergenommen. Die Franzosen wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Also ich glaube, das ist kein Nachteil für uns, dass sie jetzt nicht spielen müssen. Gut, dann bin ich beruhigt. Genau. Und der Mario weist zu Recht darauf hin, ihm macht Hoffnung, dass ich nicht im Stadion sein werde. Da hat er natürlich völlig recht. Also das soll die Hoffnung geben, Mario. Ich habe mich nicht für eine Karte um ungern beworben, habe demnach auch keine bekommen. Ich könnte eine kriegen, wenn ich wollte, weil ich weiß an Freunde, die mir die abgeben würden. Aber ich kann nicht dahin nach Ungarn. Ich muss am nächsten Tag um 9:30 Uhr wieder in Hamburg sein. Das geht logistisch nicht. Deswegen wird der FC vermutlich siegen, weil ich nicht da bin. Ja, gute Nachricht. Ja, genau. Ja, also wer es auf Twitter nicht verfolgt hat, ich habe da leider, es ist natürlich schon ein bisschen witzig, aber es ist leider ernst, es ist wirklich so passiert. Ich habe seit Corona noch keinen einzigen Sieg im Stadion mehr gesehen. Ich war natürlich nicht beim Youth League-Spiel gegen Gent, weil da musste ich ja arbeiten. Aber wäre ich Ja. da gewesen, hätte ich auch eine Niederlage gesehen. Dann war ich, Gott, wo war ich denn danach als nächstes? Stuttgart, letzter Ja. Spieltag. 1-2 verloren, 92. Minute Wataru Endo, wir alle erinnern uns. Vorbereitung gegen Milan, 1-2 verloren, wir erinnern uns. Regensburg, 2-2 und dann 6-5 oder irgendwas im Elfmeterschießen verloren. Oder 6-4 oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann natürlich jetzt hier für Hertha 1-2. Und da war ich auch im Stadion. Also meine Schuld, ich nehme es alles auf mich, ich bin schuld.
ich bleibe ab jetzt dem Stadionerlebnis so lange fern, bis wir mal gegen irgendeinen Landesligisten spielen irgendwann und da nicht mehr verlieren können. Aber auch das schaffen wir irgendwie zu verlieren. Das wird ja erst in der nächsten DFB-Pokalsaison sein vielleicht. Meine Hoffnung ist irgendwie erste Runde DFB-Pokal gegen HFC Falke oder Altona 93 oder so. So. Dann gehe ich da wieder hin. Ja, und dann ist der Fluch gebrochen. Genau. Aber bis dahin wird noch ein bisschen Steine geklopft. Oder vielleicht, ich weiß gar nicht, wer ist denn unser Lieblingsgegner? Stuttgart auswärts, ne? Stuttgart auswärts. Hat aber nicht funktioniert, da war ich ja und haben wir auch verloren. Also, ja, auch diese Serie habe ich gebrochen, persönlich, höchstpersönlich. War das vorletzte oder letzte Saisonspiel? War das auswärts in Stuttgart? Ja, das war in Stuttgart. Ja, auswärts, genau. Sind wir ja stundenlang. Ach, genau, ich kann mich Bus an die Stimmung der Fans erinnern, als sie noch kurz vor Schluss das 2-1 gemacht haben. Ne? Ja, und da mussten wir auch irgendwie 10 Stunden mit der Bahn hinfahren, weil da so ein Chaos war und so. Und da sind ja auch die anderen Hamburger nicht nach Hause gekommen bis nächsten Morgen um 11 und sowas. Also insgesamt keine angenehme Fahrt, trotz der guten Stimmung und der tollen Leute, mit denen ich da war. Aber hätte schöner laufen können. Da sind die auch nicht so gut mit den FC-Fans umgegangen, ne? Nee, das war mega kacke. Da beim Einlass standst du ewig lange in der Sonne. In der Sonne, genau. Also ohne Schatten. Dann wurde alles sehr auf wenige Einlasstore beschränkt. Dadurch kam es halt zu einer sehr engen Situation, wo viele Menschen versucht haben, sich durch ein enges Tor zu quetschen, was halt schon so ein bisschen so Love Parade-Vibes ausgegeben hat. Ich glaube, der eine oder andere hat auch eine kleine Panikattacke dann in der Situation. Also angenehm war das nicht. Ja. Ja, Domstädter sagt hier, Gladbach war in den letzten 2 Jahren unser Lieblingsgegner. Stimmt. Oh ja, ich war jetzt bei beiden Spielen. Ja, ich nicht. Deswegen haben wir ja gewonnen. Und gegen Schalke war ich auch da. Ja. Ja, dann bist du vielleicht der Glücksbringer und ich bleib fern, du gehst hin. Habe ich leider keine Zeit am Sonntag. Aber die haben ja jetzt auch 1-2 verloren gegen Fair war, als ich da war. Also richtig. Niemand weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich, wie gesagt, gehe erstmal nicht mehr hin. Ich hätte überlegt, mir Karten gegen Wolfsburg zu holen, weil es der nächstgelegene Stadionbesuch wäre. Von Hamburg aus, genau. Also es gibt ja eigentlich nur Wolfsburg oder Berlin jetzt in diesem Jahr noch, weil Bremen ist erst im Mai, glaube ich, nächsten Jahres gespielt halt. Da gehe ich hin, also nach Bremen gehe ich. Ich hoffe, dass da um nichts mehr geht für den FC, weil sonst bin ich wieder schuld, wenn wir absteigen. Aber bis dahin wäre nur Wolfsburg realistisch gewesen, für mich noch zu besuchen. Ja, es gibt noch Karten, ich könnte sie mir noch holen, aber es ist so schwer, sich zu motivieren, nach Wolfsburg zu fahren, wenn man dann noch erwartet, dass da Niederlage bei rumkommt. Aber du könntest das Schmattke-Schmähl-Lied singen. Ja, das könnte ich tun, wobei ich auch nur in die neutrale Zone komme, weil jetzt die Auswärtskarten alle schon weg sind. Ob man das da dann singen will, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht. Ja, ich hätte auch wenig Lust, in FC-Farben nach Wolfsburg zu reisen, weil ich brauche da nicht unbedingt den Polizeikessel am Hauptbahnhof von Wolfsburg. Ich würde dann halt neutral anreisen, oder mit dem Auto oder so. Ja. Aber ich glaube, ich kling mir das trotzdem, weiß ich nicht. Mir reicht es gerade erstmal mit den ganzen Niederlagen live im Stadion. Ja, das ist ja auch unschön, ne? Ja. Wobei, ich bin ja wie so ein trockener Alkoholiker quasi, nicht wie ein nicht trockener Alkoholiker. Irgendwann steht da halt die Flasche und dann greift man doch mal dazu. Sowas mit dem FC. FC ist meine Droge. Irgendwann werde ich ihn doch sehen. Ach, guck mal, hier gibt doch noch eine Karte für Olympiastadion in Berlin für 50 Euro Oberrang, 10 Kilometer entfernt vom Spielfeld. Und dann fahre ich ja doch wieder hin. Leipzig ist, glaube ich, ja auch nicht viel besser, hörte ich irgendwie. Da will ich auch nicht hin, du, ganz ehrlich. Nee, oder? Ist ja jetzt vorbei für dieses Jahr, aber nach Leipzig in den Ground zieht mich halt überhaupt nichts. Nee. Ich finde den Spruch von Tittenkalle super. Alle außer Union Berlin und Bayern sind schlagbar. Das ist halt wirklich so. Das ist halt echt so. Ja. Wenn ich einen Wunsch äußern darf, ne? Einen Wunsch, gegen wen wir auf jeden Fall dieses Jahr gewinnen sollen, dann gegen Borussia Dortmund. Mit Modest, mit Sully in der Startelf. Und dann gewinnen wir da 3-0. Ja, bitte. 3-1 oder so. Und das Tor macht bitte nicht Modest. Ja. Von mir aus Marius Wolf, den mag ich irgendwie, aber
hätte ich gern zurückgeholt zu uns. Der wäre super als Pendant zu Kainz auf rechts. Aber die Dortmunder lassen den ja zu oft spielen. Der will ja nicht mehr weg. Will er nicht, ne? Nee, der hatte ja schon quasi den Stammplatz jetzt. Weil er gar nicht so viel gespielt hatte, ne? Nee, genau. Ich habe jetzt sogar gelesen, der soll jetzt da sogar Rechtsverteidiger spielen, statt Meunier in dem nächsten Spiel, was sie jetzt haben. Ach was. Gegen Bremen. Ja. Ja, hat bei uns ja auch nicht so gut funktioniert mit dem Rechtsverteidiger. Aber ja, soll sie mal machen. Na gucken. Weiß ich nicht, ob das so die beste Idee ist. Wir sollen noch warten, bis sie gegen den FC spielen. Ja. Ich weiß gar nicht, wann das ist, aber der Dennis 1783 sagt auch hier gerne in Dortmund gewinnen, da wird er auch vor Ort sein. Ja, dann haben wir ja ein Ziel, alle Mann. Oh ja. Oh ja. Und Dortmund ist ja gar nicht so weit von Hamburg aus, das kann man auch schnell im ICE schaffen, in 2,5 Stunden, 3 Stunden irgendwie. Ja, das ist ja eine gute Verbindung, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, wobei trotzdem, also ich weiß gar nicht, wann das Spiel ist, ehrlich gesagt. Ja. Meine Hoffnung ruht ja auf diesem einen Europa-League-Spiel, was in den Hamburger Herbstferien wäre, wenn wir denn die Gruppenphase erreichen würden. Ja. Das hätte ich gerne besucht, wenn das irgendwie realistisch ist. Ja, das wäre doch toll. Ja. Ich wünsche es dir. Absolut. Gladbach gewinnt gegen Hertha. Na super, kratzt mir jetzt auch nicht wirklich. Ich weiß nur, dass von meinen... Heute, vom, ne? Ja, es war gerade eben, ist gerade ausgegangen anscheinend. Wie ich weiß denn? Nur, dass Gladbach gewinnt, aber ich weiß nicht, wie hoch. Steht hier noch nicht. 1-0 gegen dezimierte Hertha in Unterzahl. Die roten Karten regnen gerade anscheinend. Ja. Das ist ja dann nicht so dolle. Nee, und irgendwie gab es anscheinend auch 2 Elfmeter, aber da muss ja einer verschossen haben oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mhm. Ist mir jetzt auch zu egal, um es zu recherchieren, ehrlich gesagt, weil es ist halt nur Gladbach. Ja, da ja Gladbach und Köln derzeit parallel marschieren, sowohl was die Punkte als auch das Torverhältnis angeht, werden wir ja dann scheinbar auch in Frankfurt 1-0 gewinnen. Ja, ne? Ach, guck mal, hier. Jonas Hofmann hat einen Elfmeter verschossen für Gladbach. Aha. Ah, das heißt, die haben anscheinend 2 Elfmeter in dem Spiel bekommen. Ja. Ja. Gut, egal. Und Hertha hat dann auch nach diesem Spiel nur einen Punkt, ne? Ja, oder? Ich habe es jetzt nicht so verfolgt. Warte mal, ich guck mal gerade. Hertha steht da, wo es hingehört, auf Platz 15 mit einem Punkt. Ja. Ja. Leverkusen noch besser, 0 Punkte. Bochum 0 Punkte. Frankfurt 1 Punkt. Ja, Wolfsburg 1 Punkt. Schalke 1 Punkt mit 2 Spielen jeweils. Ja. Ja, Chat, falls von euch noch jemand Lust hat, ruft an. Wer noch sich ein bisschen Luft machen will und eure ganzen Gedanken, die ihr hier im Chat äußert, auch gerne live aussprechen möchte. Ihr braucht Skype und ihr ruft bei Skype den User KYLENDAP206 an und dann könnt ihr hier mit Frank und mir zusammen chatten. Nee, skypen. Skypen heißt das, nicht chatten. Wer da Lust hat. Wenn nicht, dann ja, wir lesen euch auch im Chat hier. Auch krass, dass in 4 von 4 Pflichtspielen des FC eine rote Karte beteiligt war, schreibt der Jasemat. Was war denn das 4. Spiel mit einer roten Karte? Gab es gegen Regensburg 1? 3 von 4, sagt er. Okay, ja, gut. Ja. Ich war gerade verwirrt. Ja, ja klar. Wenn wir gerade über Karten nochmal sprechen, warum hat eigentlich Baumgart eine gelbe Karte bekommen gegen Fair, wa? Ja, wird sich wohl zu sehr beschwert haben, oder? Schätze ich mal. Ich habe es nicht mitbekommen. Nee, konnte ich von da, wo ich saß, auch nicht sehen. Aber ich schätze mal, wie ich Baumgart kenne, der wird das Rumpelstilzchen gemacht haben wahrscheinlich. Und dann wahrscheinlich. Weiß das jemand im Chat? Wir haben übrigens gar nicht, was ich ganz nett finde eigentlich, wir haben gar nicht über den Schiedsrichter geredet. Müssten wir das? Eigentlich nicht. Ich fand, der hat das ganz souverän gemacht. Ich fand jetzt nicht, dass der jetzt unbedingt gegen den FC war. Das war neutral. Die rote Karte war berechtigt. Ich meine, er hatte das Spiel im Griff. Gelb für Baumgart. Baumgart versucht, ein Zeichen von außen zu setzen und sieht dafür gelb. Mit anderen Worten, der Kicker weiß es auch nicht. Ja, ich fand ihn eher unsouverän in, also jetzt in den Schiedsrichter, nicht Baumgart natürlich, in den Situationen, wo die auf Zeit gespielt haben und taktisch gefoult haben. Da hätte ich mir früher gelbe Karten gewünscht. Aber es ist ja auch alternativlos. Also taktisches Foul muss ja immer gelb geben. Das ist ja, ist ja in den Regeln festgeschrieben. Da hat er aber ganz oft auf eben nicht taktisch entschieden und gesagt, hier, ich lasse den Ungarn jetzt erstmal ohne Gelb davon kommen. Und ich glaube deshalb, da hätte man ein bisschen mehr Zeichen gegen diese ganzen Zeitspielereien da setzen können.
Aber ich möchte wirklich davor warnen, dass irgendwer sagt, wir hätten das Spiel wegen des Schiedsrichters verloren. Überhaupt nicht. Ja. Und auch nicht wegen des Zeitspiels. Nee. Also der Chat schreibt, dass Baumgart den Linienrichter angemacht habe. Ja. Und Tittenkalle ergänzt, Abseitsstellung hatte sich drüber beschwert, aber es war Abseits. Okay. Genau. Ah, guck mal. Engagiert wie immer. Der 0,2 Kölsch ist auch da. Liebe Grüße, haben wir gestern ja auch getroffen dann am Stadion. Ja. Genau, unseren Mützenmann, den Drucker der Mützen. Ja, genau. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Genau. Ja, will noch jemand anrufen? Dann jetzt. Sonst wäre ich jetzt auch nicht so traurig, nach der nächtlichen Autofahrt gestern ins Bett gehen zu können. Dass du das heute Abend überhaupt noch geschafft hast. Ja, habe ich gar nicht erzählt, ne? Also wirklich, ich muss jede Schiebermütze, die ich habe, abziehen vor der Polter-Claudi. Die ist ja wirklich komplett stabil von Köln bis Hamburg durchgeknallt in der Nacht noch, durchgefahren. Die hat ohne Pause von Köln bis Hamburg, hat uns alle, jeden Einzelnen vor die Haustür gefahren, hat einen in... Ach, noch andere? Ja, wir waren zu viert im Auto, war ja voller Hütte. Ja, ja. Die sind zu dritt hin und haben mich dann als vierten Mann noch mit nach Hause genommen. Zum Glück. Cool. Und dann hat sie einen in Wandsbek rausgelassen, einen in Barmbek und mich in Eimsbüttel. Und wer jetzt Hamburg so ein bisschen kennt, das ist so wie Mülheim und dann einmal über den Rhein auf die andere Seite quasi. Das ist ja großartig. Ja, also wirklich ganz großen Respekt. Anders. Ja. Also ich hatte überlegt, diesen Nachtzug zu nehmen. Dann wäre ich zur Zeit, wo wir in Hamburg angekommen sind, wäre ich gerade mit viel Glück in Münster gewesen. Eher so zwischen Dortmund und Münster irgendwo. Und wär 3 Stunden später zu Hause erst gewesen. Hätte gar nicht schlafen können. Ja. Aber so konnte ich noch zumindest, ich glaube, ich habe 4 Stunden gepennt die Nacht. Das ist doch alles okay. Das ist völlig in Ordnung, oder? Ja, 4 Stunden. Also auch an normalen Werktagen habe ich manchmal nur 4 Stunden Schlaf, wenn ich irgendwie zu lange am Schreibtisch sitze oder so. Da bin ich so ein bisschen gewöhnt. Kann ich mit klarkommen. Und dann habe ich noch ein Mittagsschläfchen eingelegt, also um 16 Uhr oder was, keine Ahnung, noch ein Stündchen geschlafen. Jetzt bin ich fit, aber mir geht's genau wie Mario, weil der schreibt gerade im Chat, wir sind alle zu durch für Skypen, war zu lang gestern, die Nacht war zu kurz. Und genauso geht's mir nämlich auch gerade. Also ich glaube, meiner Stimme hört man auch an, dass ich gerade schon ans Limit hier meiner Kapazitäten komme. Ja, wir haben auch aber viel besprochen, finde ich. Ich glaube auch. Also ich hoffe, wir haben den treuen Leuten hier im Chat so ein bisschen geholfen bei der Therapiestunde. Hier wurde ein paar Mal gelobt, dass wir den Live-Podcast hier jetzt auf Twitch machen, vom Dennis zum Beispiel. Ja, freut uns, wenn euch das erfreut. Wir probieren das ja aus mit Twitch, ne? Ist ja immer so ein Experiment. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass der Frank gesagt hat, er ist dabei und macht mit mir zusammen hier diese Live-Therapiesitzung auf Twitch. Ja, und da bin ich sehr, sehr froh, dass da auch immerhin ein sehr, sehr, sehr aktiver Chat dabei war. Wirklich, also ich kann die Nachrichten ja echt gar nicht mehr zählen, das sind so viele. Ich habe da, glaube ich, einige jetzt übersehen, leider so im Eifer des Gefechtes, aber ich hoffe nichts Wichtiges. Der Domstädter fragt noch, wann die Übergabe der Schiebermützen ist. Da muss ich leider sagen, lieber Domstädter, das ist nicht in meiner Hand. das hat der Marco hat die Mützen bei sich und der wohnt ja auch näher dran am Stadion oder am Geisbockheim. Das heißt, der wird das mit dem Ho vom Mitgliederrat irgendwie deichseln und dann wird der Marco da hinfahren und die hoffentlich übergeben irgendwie. Das wird dem schon gelingen. Ich hoffe es, ne? Also ich hoffe vor allem, dass er noch einen anderen findet, der das alles filmen kann und dass wir dann da per Video dran teilhaben können. Ja, da freue ich mich schon drauf. Genau. Dennis, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne, immer wieder. Du warst ja ein total kompetenter und sehr kommunikativer Gast. Vielen Dank. Hat uns sehr gefreut. Und du hast eine sehr angenehme Podcast-Stimme, finde ich. Oh, danke schön. Auf jeden Fall. Also vielen Dank an euch alle. Bleibt alle gesund. Macht es gut. Lasst euch nicht von roten Corona-Apps irgendwie um den Schlaf bringen. Wir hören uns am Montag wieder in alter Frische, dann mit Marco wieder am Start und einem anderen tollen Gast. Ich weiß noch gar nicht, wem. Wird er alles regeln für uns. Und dann sprechen wir über das Spiel gegen Eintracht. Und ich wette, der Marco will auch noch mal über Verherwa reden. Also auch da kommen wir noch mal drauf. Jo, ja, bis dahin. Bleibt alle gesund. Macht es gut. Stream ist beendet. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao.